So, hallihallo und herzlichst willkommen zurück oder überhaupt erstmal willkommen zu einem neuen Let's Stream Monster Hunter Try. Der Name klingt eigentlich ganz geil. Und wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es heute nicht mehr ums Farmen. Nee, davon haben wir jetzt genügend gemacht. Ich muss mal ganz kurz meine Wii-Fernbedienung umschnallen. Wir leben ja hier sicher. Und es geht eher mehr darum, Requests zu erfüllen. Denn ich habe mal meine ganzen Monster Hunter Parts, die ich so schon aufgenommen habe, mal durchgeguckt. Und habe dann festgestellt, es gibt einige Requests, wo ich eigentlich gesagt habe, die mache ich nicht. Oder die will ich nicht machen. Oder die mache ich noch. Und alle von denen habe ich nicht erfüllt. Und jetzt kommt... Warte. Ich hatte aber 5 Killer Kill. Was ist denn das für ein Scheiß? Egal, jetzt kommt der Stream, in dem ich diese ganzen Requests erfüllen will. Weil ich mir dachte, ich habe jetzt 5 Killer Kill, jetzt können wir das machen. Aber irgendwie hat mir jemand meine Killer Käfer geklaut. Und ich weiß nicht wieso. Also ich habe hier die Ausrüstung, die ich von Diablos hatte, das weiß ich. Ich hatte aber 5. Och man, na gut, dann müssen wir die eben noch mitholen, egal. Nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt vorgenommen, das zu machen, also machen wir es jetzt auch. Erstmal die ganzen geilen Sachen hier raus tun, nicht, dass ich sie vielleicht noch verschwende. Denn wir brauchen erstmal, alle Requests wurden von ein und derselben Person gestellt. Und zwar von Jona Sudhoff. So heißt sein YouTube-Name, aber wirklich so heißt, weiß ich nicht, aber so mehr weiß ich nicht von ihm. 3 Requests sind es an der Zahl. Es geht los mit Giginox mit Hammer, also ich muss mich gerade auf 2 darauf einmal konzentrieren, das ist nicht allzu einfach. Auf das bereite ich mich auch gerade vor, also Giginox mit Hammer, so mehr oder minder vorbereiten halt. Und danach ging es schon genauer los, und zwar Giginox mit Überfallaxt und Lagiacrus mit Überfallaxt. Bei der Überfallaxt habe ich mal geguckt, da braucht man 5 Killerkäfer, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Und genau das sind die Dinger, die ich momentan nicht habe. Allerdings werde ich die mal ganz schnell versuchen zu holen, da ist es eh noch nicht halb und halb sollte es erst losgehen. Es tut mir jetzt leid für all die, die das jetzt auf YouTube sehen, aber egal. Der Rest schaltet erst später ein. Deswegen holen wir uns jetzt ganz schnell noch die 2 Killerkäfer, wo ich mir sicher war, dass ich die schon hatte. Scheiß Spiel betrügt mich schon Killerkäfer, egal. Ja genau, und das sind so die 3 Quests, die wir heute hier und jetzt erfüllen werden. Je nachdem, wie lange es dauert, wird sich entscheiden, wie lange der Livestream geht. Und ich hoffe mal, dass das Ganze hier möglichst flüssig über die Bühne geht und ich nicht allzu oft faile. Das wäre die Höhe, wenn ich das hinbekommen würde. Aber na gut, was soll's. Probieren geht ja bekanntlich über Schutzjagd. Ich weiß genau, dass ich das letzte Mal 2 Killerkäfer auf einmal im Gebiet 3 bekommen habe. Ich hoffe, dass das jetzt wieder klappt. Ach Mensch, Großjagi, jetzt nicht. Wenn du unbedingt sterben willst, dann machen wir das nachher. Aber jetzt momentan bin ich erstmal ein bisschen in der Hoffnung, hier was zu bekommen. Nein, das nicht. Toni, lenk den mal ab. Oh, sehr schön. Keinen bekommen. So gefällt mir es doch mal. Wunderbar. Yay. Ich merke schon, auch der Stream wird fail. Keine Frage. Wie konnte ich grundsätzlich von irgendetwas anderem ausgehen? Also, ernsthaft. Wie konnte ich es wagen, davon auszugehen, dass ich in dem Stream mal alles Tutti Frutti Paletti hinkriegen werde? Das war ein Doppelkill von Chacha. Respekt. Ah, war klar. Gibt's noch, ja, in der 5 gibt es noch ein Gebiet, wo man Käfer abbauen kann. Na gut, den lade ich da mal ganz schnell noch hin. Wir haben ja notfalls noch die Giginox mit Hammer. Da wurde nicht gesagt, welcher Hammer, deswegen habe ich da freiste Auswahl. Und da würde ich schon irgendwie kloppen, ne? Hoffentlich. Und was ich auch hoffe, ist, dass ich nicht die ganzen Items, die ich für die 2 Diablosse gefarmt habe, jetzt hier in den Quests verbrauche. Weil das wäre auch ziemlich doof, aber egal. Hey, Großjagi riecht an mir und haut gleich wieder ab. Ich wusste doch, mein Geruch ist einzigartig. Verkommen.
Gut, das war alles. Mehr Käfer gibt's hier nicht, soweit ich weiß. Und, wie nicht anders zu erwarten, kein Killerkäfer. Egal, wir haben ja auch während der Quest noch Zeit. In der Tundra gibt's eine schöne Sammelstelle, da muss ich zwangsweise immer dran vorbeilaufen. Da kann ich ab und zu mal kurz reinschniggern und ein paar Killerkäfer mitnehmen. Ich bin noch optimistisch, dass wir die heute bekommen. Innerhalb von... Warte, es ist 13.32 Uhr, also innerhalb von... Ja, 9 Stunden. Warte, plus 3. 12 Stunden. Nee, 12 Stunden ist scheiße. Warte, 11 Stunden. Mathe-Genie schlägt zu. 10 Stunden 30. Jetzt hab ich's. Ich hatte zu lange kein Mathe mehr. Ach du heilige Scheiße. Ja, ist schon schwierig, 24 minus 13, 30 zu rechnen. Da komme ich schon an meine Grenzen, ne? So. Giginox mit Hammer. Ganz dezent vom Thema abgelenkt. Hat natürlich Feuerschwäche. Federzünder ist jetzt nicht gerade wirklich gut aufgerüstet, was die grüne Schärfe angeht. Und ich denke, mit grüner Schärfe sollte ich den schon machen. Ich könnte natürlich auch versuchen, so durchzukommen, aber das wird eher suboptimal ablaufen. Deswegen schaue ich mal schnell, ob ich meinen Hammer noch verbessern kann. Immerhin gehört zu einer Request hier auch irgendwie, welche Waffen man benutzt. Das soll ja alles irgendwo überlegt sein und... Ne. So, Qualität schon. Wasser sowieso nicht. Okay, hier könnten wir noch 3 Zündsteine farmen. 5 Stunden farmen habe ich wieder nicht Lust drauf. Also, gehen wir mal schlecht ausgerüstet an die Sache ran. Warum nicht? Nicht so, dass ich vorher noch mal hätte farmen gehen können oder so, ne? Nee, bloß nicht. Und Mensch, habe ich die Waffe lang nicht mehr benutzt. Okay, Giginox. Ich könnte noch Bomben mitnehmen, wenn er dann schläft. Vielleicht habe ich nicht mehr so viel Zeit, ihn dann auf Platz zu machen. Weststeine sind beinahe überflüssig, würde ich mal meinen. Wenn man mal bedenkt, dass ich eh keine grüne Schärfe habe. Na, ansonsten würde ich noch ein paar Megatränke vorschlagen. Die ich mir allerdings mal ganz schnell noch kombinieren muss. Boah, sogar 10 Honig habe ich ja noch. Von wegen, ich nage hier an der Hungergrenze. Nee, ich habe ganze 10 FDH gehabt. Friss den Honig. Eigentlich müsste ich auch voll dick aussehen. Nein, mit Chacha hast du zufällig. Nur einen Diablos-Panzer. Mensch, kann ich ihn nicht mal gegen 2 Killerkäfer eintauschen? Das kann doch nicht so schwer sein. So, nehme ich die Wetzsteine, nochmal ein Heißgetränk, Kräutele, falls ich mal wieder einen rauchen möchte, dann die Käfernetze. Ist immer geil, wenn Argos hier in der Stadt ist, dass da alles so billig ist. Spottbillig, wie man es so schön nennt. Und, oh, ganz wichtig, Gegengift. Ein Glück habe ich noch dran gedacht. Mounts, Mounts, Drachenhaupt und Lebensmilch. Flüchtling, Sprenger? Nee. Kraftkatze, Orakel, Schneid, Kletterer, Hilfer. Na, das Orakel noch am besten. Was ich so spontan überblicken kann. Mir fällt gerade auf, dass meine Achselhöhlen frei liegen. Warum auch immer eine eisige Rüstung so freie Stellen hat, aber egal. Vor allen Dingen erhöht sie auch noch den Hitzeschaden. Eigentlich müsste es doch durch die Löcher gerade leicht gehen. So, schleichendes Gift, 10 Gigis und 5 Giginox-Eier. Das krieg ich hin. Machen wir die Nebenquest auch noch gleich mit. Notfalls beende ich die Quest mit Hilfe von Nebenquests. Dann kann ich sagen, Request abgeschlossen mit Nebenquest. Aber egal, die Bedingung kann man ja ganz geschillt weglassen. Ist in der Politik auch nicht wichtig, ob man nun 5,0 oder 50% hat. Man hat immerhin den Sitz. Okay, das war gerade kompletter Schwachsinn, aber lassen wir es mal. Ja. Hört lieber nicht auf den alten Sinu, der erzählt eh immer nur Kacke. Aber was soll's. Ich habe, wie es aussieht, keine gebratenen Steaks mit. Doch, sehr gut. So, zum ersten Mal beim Thema. Ganz schnell Leuchtkäfer einsammeln. Genau, Chacha
Tanzt ja auch für mich eine Hitzeabwehr. Das ist sehr nett. Nein, ich brauche keinen Bitterkäfer. Da hinten krabbelt ein Gigi. Nein, ich brauche keinen Bitterkäfer. Nein, ich brauche keinen Bitterkäfer. Nein, ich brauche keinen Bitterkäfer. Mensch, wie oft denn noch? Oh, okay, der ist mir jetzt ansatzweise noch gut. Gigi, aus. Du saugst mich nicht aus. Zumindest nicht vor allen Leuten. Sehr gut, da ist Nummer 1 tot. Da ist Nummer 2. Und nochmal ganz kurz an dich, Jona Suthoff, der du nun alle Requests gestellt hast. Du bist die einzige Person, wegen der dieser Livestream jetzt gerade speziell gemacht wird. Also der Grund, was in diesem Livestream passiert. Es wäre schon extrem nett, wenn du da mal, naja, wenigstens Kommentare da lassen könntest. Ich danke. Damit ich weiß, es hat sich gelohnt. So. Hi Gigi Nox. Ich sehe dann das Kommentare. Kräutermedizin ist auch für Gift geeignet und ist halt zusätzlich ein wenig Gesundheit. Cool. Wofür so ein paar bittere Kräuter alles gut sind. Und First Blood geht an den Gigi Nox. Oh yeah. Sehr schön, wir kommen schon mal. Wieso habe ich denn grüne Schärfe? Was ist denn jetzt falsch? Ja genau. Chachas Bombe ist geil. Ha, hat er getroffen. Und Gigi Nox chillt da ein bisschen an der Wand. Warum nicht? Jetzt geht er an die andere Wand. Nein. So, nicht mehr, Freundchen. Ich zündere mal kurz was für dich an. Guck mal, es ist Weihnachten. Die Kerzen glühen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hat der Weihnachtsmann verpennt. Oh. Ja, da war dann das äußerste Holzfletschen des Giganox doch noch bei mir. Ich hätte mich vielleicht mit Hammer nochmal einspielen sollen, bevor ich mit solchen Requests hier anfange. Aber ach Quatsch, wieso denn? Der muss sich den heutzutage noch einspielen. Oh, der arme Chacha. Joa. Oder vielleicht wesentlich mal vorher Gigi Nox mit einer anderen guten Waffe machen, aber nee. Auf die Idee kommt man nur während man kämpft und nicht zuvor. Ah. So, dann machen wir mal was. Gigi Nox, außer mich an der Wand zu nerven. Irgendwas. Nicht auf mich springen. Oh, schön. Okay, ich blocke ab. Ich brauche doch einige Wettsteine. Irgendwie habe ich mir doch nochmal schnell nachgekauft. Oh, ich habe eine Armee von Gigis hinter mir. Das sind echt ziemlich viele. Die sehen alle aus wie Spermien. Shit, ich wurde besarmt. Die wissen halt, wo ihr Ziel ist. Die sind ja auch nicht dumm. Na gut, dann mal ganz schnell die Nebenquest anfangen. Ne, vielleicht guckt er sogar gleich in meine Richtung. Ne, eher weniger. Was soll's? Sollte ich nicht hier? Ja, yep, hier kann ich gut angreifen. Oh, der Schlag scheint gesessen zu haben. Da muss die Gigi gleich mal zurückgehen. Und anfangen abzuspacken. Ich sehe, ich habe ihn so sehr verwirrt, dass er nur noch unmonsterische Aktionen machen kann. Also, wenn der jetzt nach jedem Powerpoint so zurückzieht, dann wird das ein leichter Kampf. Okay. Wer hat Angst vom schwarzen Gigi? Niemand, niemand. Tja, fühlt sich jetzt beleidigt? Gut so. Shit, ich hab schnell Sterben nicht reingeslottet, wa? Ja, yep, ich hab's gewusst. Ach, shit. Ah, ja, ich hatte ja den Slot in der Waffe und nicht in der Rüstung drin. Ich glaube, der Hammer hat auch sowieso keinen Slot frei. Erstmal fliegen lernen, ne? Das macht ja immer so richtig schön viel Spaß. Heißt es in jedem Lied, wo es über Fliegen geht. Nur Fliegen ist schöner. I believe I can fly. Im siebten Himmel sind die Wolken noch lila. Oder so ähnlich.
Muss bestimmt auch was geben. Nein, mein Wärmeeffekt ist vorbei. Cha-cha. Dance, bitch. Dance for me. Nee, nicht du, Gigi. Es war sehr nett, dass du auch mal Attention Horse spielst und ins Bild reinhüpfst, aber du bist hier nicht gerade der Protagonist. Und da ist der Kopf kaputt und da liegt der Gigi am Boden. Ich habe schon fast gezweifelt, dass ich das überhaupt einmal hinkriege. Yay, der letzte Triple Pound Schlag ging natürlich daneben. Und ich muss wieder schärfen. Oder komme ich vielleicht auch so durch? Ich brauche es gar nicht erst auszuprobieren. Ich habe ja eh gerade Zeit. Nicht wahr, mein schwarzer Gigi? Ja, geh ruhig auf Cha-Cha. Nee, er ist schon gar nicht mehr schwarz. Ist zwar dunkel, aber nicht schwarz. Na gut. Was achte ich eigentlich darauf? Ich bin ja eigentlich Antirassist, ne? Eigentlich sollte ich auf solche Sachen gar nicht achten. Eigentlich dürfte ich gar nicht erkennen, dass der Gigi wütend wird. Weil man ja auf Hautfarben und sowas nicht achten darf. Soll. Trotzdem geht er jetzt Baumwolle pflücken. Von mir aus, warum nicht? Kann ich mal ganz schnell nochmal ein gebratenes Steak reinzwischen. So, ich lese die Kommentare. Gigi, der Sacklutscher. Aber sowas von. Twitch mag mich nicht, bei mir gibt es Probleme. Es lädt das Video öfter. Na, das ist natürlich doof. Warte. Dagegen kann ich, glaube ich, noch schnell was unternehmen. Ich probiere es mal ganz kurz aus. Muss mal schnell was schauen. Und theoretisch könnte es sein, dass es jetzt besser läuft. Ich habe nämlich meinen Internetbrowser auf dem anderen Computer noch schnell geschlossen. Ja, bei mir läuft es eigentlich auch, also mein Twitch, daher sollte das... Es kann sein, dass es kurz nachlädt ein paar Mal, das ist dann von Twitch halt so. Und sobald das aufhört, bist du dann, seid ihr Zuschauer, dann ein paar Sekunden hinten, aber theoretisch sollte dann alles flüssiger laufen. Nein, nicht jetzt schlafen. Mensch, ein schöner Gigi will mich gerade aussaugen. Da kann ich doch nicht währenddessen einschlafen. Ah, so ist gut. Danke, Cha-Cha. Deswegen immer ein Dreier machen wir möglich, damit der Partner einen noch aufwecken kann, wenn es gerade interessant wird. Also allerdings, wenn es ein Bro-Partner ist, am besten ohne einem in die Augen zu schauen, weil das ist nämlich laut Bro-Code verboten. Und wer den Bro-Code bricht, der ist nicht länger als Bro-würdig. Das sind Titels-Bros-würdig, so. Obwohl auch der Giginox ziemlich stark als Wingman angesehen werden kann. Wenn man mal genau hinguckt. Alter, das sieht so geil aus, wenn er da nach hinten fliegt. Okay, und am Kopf ball ich ab. Sehr gut zu wissen. Dann renne ich mal schnell um meine Schärfe. Sozusagen. Während der da oben nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Außer gegen die Wand zu gucken. Warum nicht? Oh, schöne Wand. Ja, weiß. Oh, wie wunderbar. Ah, ich hasse es, ohne schnell wetzen zu wetzen. Es ist so eine Fähigkeit, die man sich halt meistens im Teenageralter antrainiert, mal schnell zu wetzen. Und wenn das dann doch etwas länger dauert, dann wird man halt von Störungsfaktoren unterbrochen. Hier der Giginox. Ja, und einer meint, also hier, Mr. Hunter 993 meint gerade, dass es nicht bei Cha-Cha heißt Dance for me oder Tanz, Bitch, sondern yep, genau, so schwierig auszusprechen, Strip für mich. Oh, wenn ich ihn so mal zum Hinfliegen kriegen würde, oh, ich wäre so proud of me. Das wäre echt geil. Würde bestimmt auch super aussehen. Ah, da sprüht er. Ey, vorhin konnte ich da stehen. Habt ihr alle gesehen? Vorhin stand ich sogar noch näher dran und nichts passiert. Ah. Na gut. Dafür habe ich das Gegengift mit, dass ich hier jetzt mal ab und zu mal angespuckt werden. Ups. Kann. So nicht, mein Freundchen. Ey, ich hab dich angedunkt. Hab dich doch schon angeschissen. Warum saugst du dann weiter? Ah. So.
Ja, genau. Perfekte Idee. Rollen wir in den Giginoms rein, wenn der anfängt mit seinem Gift rumzusprühen. Oh, meine Güte. Einmal über das nachdenken, was man macht, und schon wäre alles leichter. Egal, und diesmal probiere ich nicht aus, ob dein Gift einen nun töten kann oder nicht. Nein. Ausnahmsweise weiß ich, dass Gift durchaus tödlich ist. Ah, der wird sich jetzt nicht einfach runterfallen lassen, ne? Der wird nicht so nett sein. Nein, er ist nicht so nett. Och, Mann. Danke, Chacha. Angriff hoch. Nein. Warum bedanke ich mich immer mit allen meinen Körperteilen? Ah. Naja, egal. Hallo, Giginox. Entschuldigung, ich habe gerade dein Hinterteil begrüßt. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Wusstet ihr eigentlich, das habe ich letztens gelesen, dass Frauen mit größeren Hinterteilen, siehe Giginox, schlauere Kinder gebären? Rein statistisch gesehen. Laut Faktastisch. Das wusste ich noch nicht. Ist allerdings mal gut zu wissen. Also, wenn man schlaue Kinder will, immer nach dicken Hintern Ausschau halten. Das erklärt auch, warum es solche Lieder gibt wie I love big butts and I can't not lie. Das heißt allgemein, warum manche Männer, ne, auf sowas stehen. Ganz einfach, weil die wollen nur schlaue Kinder, ne? Frauen verzeiht den Leuten... Alter, Chacha, manchmal liebe ich dich. Seht ihr, Frauen? Die Leute, die das sagen, die wollen einfach nur schlaue Kinder haben. Alles andere ist ihnen egal. Boah, wenn da jetzt Gift gekommen wäre, wäre ich ziemlich am Arsch gewesen. Das Giginox. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier müsste ich doch stehen können, ne? Ja, aber ich kann nicht treffen. Außer ist erst im Netz und guckt mich mal schnell an. Ha. Gut, bleibe ich eben hier. Warum nicht? Ja, springen noch ein bisschen mehr. Denn springen ist ja ein Ausdruck von Freude. Und eins kann dir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Zumindest bei solchen Saurern wie ihm. Oh, das war beinahe knapp, meine Güte. Bin ich gleich zweimal elegant nicht getroffen worden. Selbst die Spezialattacke hat mich nicht erwischt. Ich habe einen Lauf. Chacha, das war gerade beinahe auch schon wieder knapp. Und das ist auch ziemlich nah am Giginox dran. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Zeit. Geh mal auf Chacha. Ignoriere mich. Geh auf Chacha. Der hat eine Bombe in der Hand gehabt. Oh, sehr schön. Sehr schön. So gefällt mir das doch, mein Schwarzer. So gefällt mir das. Fällt mir gerade ein. Von The Million Ways to Die in the West. Ich hoffe, jeder hat den Film gesehen. Der war einfach nur episch. Bis auf manche Stellen, die ein bisschen übertrieben waren. Aber grundsätzlich erstmal episch. Und, hier mit dem Ende und dem Jahrmarkt. Hier erschießt die rennenden Sklaven. Ich wette, da hätte sie auch eine Giginox einbauen können. Ja, die waren dann nämlich alle etwas farbig. Ich glaube, so ein Film hätte in Deutschland gar nicht wirklich gedreht werden dürfen. Obwohl, es handelt ja um Wilden Westen, was in der Vergangenheit ist, und da war es so. Also was dürften die ja eigentlich selbst in Deutschland nicht verbieten. Wo alles irgendwo zensiert wird. Ach, Mann, ich dachte, er fällt um. Da habe ich mich jetzt einmal auf meinen Hämmerchen verlassen. So, stop, hammer time. Und dann funktioniert das nicht. So, nicht mal ansatzweise, ich merk's. Also mal wieder das Taschentuch rausholen und die Waffe wetzen. Und da ich relativ wenig Leben habe, gehe ich dafür mal aus dem Gebiet raus. So. Wunderschön. Waffenstärke ist gestiegen. Und mal einen Megatrunk reinziehen. Ja, und mal noch eine Ration. Besser man hat, als man hätte. Und das Gegengift schon mal in die Hand nehmen. Oh ja.
ich liebe Ausweichen plus 2. Habe ich das schon irgendwann mal erwähnt, so ganz dezent? Also ich liebe es ja zu moinen und deswegen liebe ich Fähigkeiten, die mir moinen noch leichter machen. Ist zwar dann keine große Kunst mehr. Oh, das ging gefühlt schnell. Naja, zeitlich eher etwas länger. Aber wir kennen ja Monster Hunter. Da sind 20 Minuten nie 20 Minuten, sondern eher nur so 16, grob geschätzt. Und wenn er mal ein bisschen schneller fliehen könnte, wäre ich extremst freundlich zu ihm. Das wäre extremst nett, sagt man so. Okay, jetzt müsste er theoretisch in irgendeine Richtung fliegen. Warte, scheinbar in die hier, was die 3 wäre. Ja klar, der geht hier in der 5 und nicht in der 6 schlafen. Ich war jetzt irgendwie auf die 6 eingedacht, weil da der Barioff immer mal sich zur Ruhe legt. Aber klar, Giginox ist ja eher so ein 5er-Typ. Manche schreiben halt 6 in der Schule und manche 5. Manche haben halt 6 und manche schaffen es nur bis zur 5 und kommen nicht auf die letzte Base. Ist halt so. Oh Mann, das war zu früh. Schade, schade. Schokolade. Oh. Mein Gott, okay. Mit dem Schrei sollte man wirklich nicht getroffen werden. Da ist man länger als einem lieb ist im Stun-Modus. Oh ja, da habe ich wunderschöne Flügel erwischt. Haha, cha-cha. Respekt, ey. Respekt. Also ich liebe das, wie der da zurückschaut. Oh, du hast mich getroffen. Ist ja gut, ich mache halt gar nichts mehr. Volltreffer, Volltreffer, lachen alle mit. Jeder Wurf ein Treffer, jeder Wurf trifft mich. Komm schon, hier muss ich auch wohl irgendwo mal durchkommen. Irgendwas noch hinkriegen. Irgendwas, nein, okay, dann eben nicht. Dann nehmen wir noch ein Wetzsteinchen, der geht jetzt eh in die 5. Und die Fassbomben L rausholen. Warte ich jetzt einfach, bis der schläft, das wäre das Einfachste. Ne? Ich weiß, der kettet sich an die Wand und so weiter und so fort, aber Bomben müssten ja theoretisch hoch genug gehen. Das heißt, ich bleib mal ganz kurz hier stehen, mach noch ein paar Kniebeuge und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und speed up! Damit auch morgen so richtig schön die Beine wehtut. Schneller, 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 schneller. So, jetzt müsst ihr schlafen. Genug Training für heute. Schade, dass sich die Ausdauer dadurch nicht erhöht, wenn man genügend Kniebeuge macht. Oh. Ganz ruhig, er darf uns nicht sehen. Wir nehmen jetzt die einfachste Variante, ein Monster zu töten. Ich habe es bisher noch nicht allzu häufig in diesem Let's Play. Fuck you! Ihr schafft es erfolgreich durchzuführen. Deswegen klappt es natürlich jetzt auch nicht. Gigi, weg mit dir. So, wo ist mein Farbball? Da ist mein Farbball! Schade! Man hätte ja geschlafen, hätte es gerichen. Da hätte es gerichen, Mensch. Aber so hat es halt eben nicht gerichen. Nehmen wir noch die andere. Locken den mal ganz kurz hierher. Sehr wichtig. Also wenn ich das jetzt hinkriege, dann bin ich... nee, okay, er springt nicht. Schade. Jetzt falle doch mal runter, Mensch. Wie lange willst du noch da oben klammern? Mann, dein Gift geht mir auf die Nerven. Ich will kein Gegengift benutzen. Ah, es hätte nicht ausgereicht, aber es hat funktioniert. Okay, und ich sollte mich wahrscheinlich langsam doch mal lieber heilen. Oder zumindest ein Gegengift benutzen. Weil das Gift vom Giginox doch schon ziemlich stark ist. Und Chacha ist wieder da. Yeah. Gleich heißt es wieder Bomben-Action auf höchstem Niveau. Wie viel der auch noch aushält. Normalerweise, ne, 2 Bomben schlafend. Und dann sind die weg, aber so muss ich dann ordentlich einen auf den Kopf mitgeben, bevor der wirklich erst umfällt. Das ist ja gar nicht nett. Na gut, Request Nummer 1 abgeschlossen. Und jetzt brauchen wir die Überfall-Äxte. Oh yeah. Mensch, jetzt hört mal auf mich zu saugen. Ich hab keine Zitzen mit Muttermilch für euch. Egal, ich hab Schwabbelhaut bekommen. Schwabbel, 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 Schwabbel.
Schwabbel, 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 schwabbel. Schwabbel, 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 schwabbel. Schwabbel, was das Zeug hält. Na gut, ja, wie gesagt, jetzt brauchen wir für die nächste Zeit Requests die Überfall-Äxte. Also überlege ich gerade, nein, nicht Signal geben. Wo kriege ich jetzt am leichtesten meine Killerkäfer her? Ich kann die ja, glaube ich, nicht anbauen. Also in die Erde stecken und dann kommt da ein Killerkäferbaum raus. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Theoretisch könnte ich Sammelquests machen und hoffen, dass ich die da bekomme. Da bekommt man die auch manchmal in der Objektbelohnung. In der Objektkiste. Ist allerdings auch alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass man die mal mit einsackt. Er hat Sack gesagt. Also, Das einfachste wäre immer mal wieder in den Wald reinzurennen und da mal, ja, Käfer für sich zu beanspruchen. Ach, es gibt nur einen Großjagi. Ist ja gerade ziemlich ruhig im Wald. Yep. Der hat natürlich nichts gefunden. Da schaue ich mal, ob gerade ein Platz frei ist. Und wenn ja, baue ich ein paar Killerkäfer an. Oh, ja, 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 ja. Warum nicht? Ja, 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 ja. Warum zur Hölle baue ich Bitterkäfer an? Kitterkäfer. Yep. Okay, der baut an, der ist bereit. Habe ich zufällig? Nein, es geht rein zufällig natürlich nicht. Ach, Mann. Na gut, dann eben wieder ein bisschen Honig mit dazu. Den brauche ich so oder so noch ein bisschen. Ich habe noch Käfernetze mit. Ja, ich habe zwar nicht mehr viel Platz, aber ich habe die Käfernetze. Ah, jetzt mal speckig streicheln. Vielleicht klebt an dem zufällig ein Killerkäfer dran. Könnte ja sein. Wäre auch geil, aber naja, wer weiß, wer weiß. Und ich merke gerade auch bei mir leckt das ab und zu mal, also das Bild auf Twitch. Und es hängt auch ziemlich stark hinterher, deswegen lade ich das mal ganz schnell neu. Aber es steht da hervorragend, also hier Stream-Einstellungsqualität. Das Wort beim Geigenraten ist auch ziemlich der Bringer. Daher weiß ich nicht, was ich ändern könnte, damit es besser läuft. Ey, was für ein Zufall, dass du hier wieder bist. Das hätte ich ja beinahe nicht für möglich gehalten. Ich glaube, ich habe gerade Chacha getroffen. Und Chacha hatte eine Bombe. Das würde den riesengroßen Feuerball erklären, der da war. Nee, das kann nicht sein, weil da geht die Bombe, wie man gerade gesehen hat, kaputt. Und das ohne, dass das Monster Schaden kriegt. Ey, da kann keine Bombe. Ganz ehrlich, das könnte eher machen als das Suizidkommando. Mit großer Fassbombe sich hinstellen und dann einfach explodieren lassen. So wie jetzt. Suizidkommando halt. Das mache eigentlich ich relativ gerne. So, wenn es darum geht, ein Monster Hauptsache irgendwie treffen. Cha-Cha, nicht auf mich. Nicht auf mich. Was habe ich gerade gesagt? Ach egal, haut ab. Sehr gut. Tschüssi. Ich gehe meinem Business nach und hole mir noch ein paar Käferchen. Spinnennetz. Ansonsten, liebe Zuschauer, lieber Zuschauer, weil es einer, hast du noch irgendeine Idee, wie man gegebenenfalls Killerkäfer bekommt? Leichter als mit einfach nur hier die ganze Zeit rumrennen. Würde mich mal schleunigst interessieren. Oder brennend interessieren, so. Leuchtkäfer? Nee. Donnerkäfer? Auch nicht. Ich bekomme wirklich jeden verdammten Käfer. Bloß keinen Killerkäfer. Oho! Triple-Kill, Chacha! Nice, nice! Schön, dass du auch mal Lichtblicke hast. Schön, 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 schön. Was? Warum ist er noch nicht hier? Was hat ihn so lange aufgehalten? Egal, dann gehen wir eben nochmal die 5. Dort gibt es noch was zum Abbauen. Und ich erinnere mich, ich glaube, in der 2 gab es auch nochmal eine Sammelstelle. Also Sammelstellen gibt es ja hier genügend. Bloß halt eben, Achtung, das Wort fällt wieder, Killerkäfer. Nicht so wirklich.
Das Spiel versteht mich einfach nicht. Es versteht immer nur Käfer. Aber nicht bitter, sondern Killer. Ach, eine Insektenhöhle. War ich meine Insektenhöhle, die ja zwangsweise braucht man. Ich war mir sicher, dass ich 2 Killerkäfer in der letzten Quest beim Sammeln bekommen habe. Ah. Gut, dann mache ich wirklich als nächstes eine Sammelquest. Weil da gibt es, wie gesagt, Questbelohnungen und eigentlich gab es hier immer mal auch noch ein paar fliegende Insekten. Und da seht ihr auch endlich mal wieder andere Gebiete als bloß das eine hier. Und deswegen nehme ich mal einen Trank nebenbei. Warum nicht? Macht ja Spaß. Ach, Menno. Der Stream ist jetzt immer noch beim Giginox. Damit ihr mal wisst, wie stark der hinterherhängt. What the shit. Egal. Mal kurz überlegen. Wahrscheinlich streamen momentan so viel, deswegen ist es so niedrig. Also so weit hinten. Ja, ziemlich ausgelastet und so die kleinen Streamer wie ich werden dann einfach so beiseite geschoben. Na, wo soll's? Lass uns mal schieben, so wie es will. Wir machen jetzt eine freudige Sammelquest, denn wir müssen jetzt irgendwie an die Killerkäfer kommen. Das wird noch zu einer perfekten Alliteration umgebaut. Killerkäfer kommen. Kerne. Knachts. Knach. Knausen. Genau. Killerkäfer. Für Killerkäfer kauft Klaus Käfernetze. Weiter bin ich ja nicht. Ist ja schon mal ein guter Anfang, oder? So, hier. Erntetor, Flutwald. Ja, da gibt es ein paar Käferstellen. An Käferstellen. Ne, warte, an Käferstellen ist Kacke. Klaus kommt kaum zur Käferstelle. Ne. Das klappt nicht. Ne, sorry. Das wird. Da muss ich länger drüber nachdenken. Das mit Käfernetz kaufen, Killerkäfer und damit fangen passt schon wieder nicht. Ja, schade. Vielleicht hat aber die Zuschauer eine Idee. Der Zuschauer. Boah. Schwierig. Egal. Oder vielleicht ihr YouTuber. Genau. Ihr könntet ja auch eine Idee haben. Schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass das Killerkäfer kaufen jetzt von ziemlich vielen übersprungen wird. Aber die, die gucken, überlegt euch mal was Schönes. Während ich hier freudigerweise die Käfersammelstelle nicht finden kann. Hier war doch auch immer mal eine, oder? Bin ich jetzt komplett verwirrt? Also verwirrt bin ich sowieso, aber durch den Wind? Scheinbar. Na gut, aber in der 4 ist auf jeden Fall eine, das weiß ich. Genau da, wo der Smetmeling so rumsmettert. So, nee, keine Blitzkäfer. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich die Killerkäfer verbraucht habe. Ich habe die Farm aufgebessert und ich glaube, bei der Farm gab es auch mal immer wieder Killerkäfer. Oh shit, das war meine eigene Dummheit also. Och verdammt nochmal. Die Erleuchtung kommt, aber sie kommt halt viel zu spät. Zu spät, dass keiner mehr von uns wusste, was hier gerade vor sich geht. Immer und dein Leben. Die Zeit kann zum Erliegen. Und ich brauche keine königlichen Kabutos. Ah, ganz ehrlich, ich habe jetzt so viele königliche Kabutos. Ich kann mir daraus eine Krone basteln. Und das ist nicht schön. Ich will nämlich keine Krone. Und mit der Krone kann ich dann einen Killer engagieren, der für mich jemanden tötet. Und dann zusätzlich noch Kafka engagieren, der aus diesem Killer einen Käfer macht. Und somit habe ich einen Killer-Käfer. Badumts. Jo, so läuft das. Und ich merke gerade, dass es hier scheinbar keine Käferstellen gibt. An diesem einen speziellen Punkt. Ich hätte vielleicht doch noch so rein aus Because I Can Gründen solche, lass mich schnell nachdenken, Spitzhacken mitnehmen sollen. Nein, nicht zu schlagen.
um dann, wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist, so rein zufällig noch ein paar Erze abzubauen. Es wäre dann effektive Zeitnutzung gewesen, aber was soll's denn eben nicht? Ah, nochmal Kyogish Kabuto. Käfer jetzt, ich habe Lachring, Neckenhöse und Blitzkäfer. Na gut, wenn man dann nochmal in den Kommentar guckt, der eine, der zuguckt, den kenne ich ja noch ein bisschen genauer als den Rest von euch, weil der auch schon ein paar Mal mit mir geschrieben hat. Den bin ich auch auf Steam befreundet und wir spielen immer mal gegeneinander. Und er ist auch ein Let's Player. Ich mache jetzt mal Fremdwerbung. Ich mache auch bald Fremdschämen, aber erstmal Werbung. Beziehungsweise Eigenschämen, aber egal. Also, wie gesagt, Mr. Hunter 993. So einfach bei YouTube eingeben oder einen Kommentar mal gucken. Der kommentiert gerne ab und zu mal was. Meistens, dass er besser ist als ich, aber was soll's. Ist halt Tatsache. Also, sehr gut, die Zeit ist bald rumgelaufen. Er war es auch, der mir den Tipp gegeben hat, dass ich mit Harz, Pflanzen und Eisenerz Bombenmaterial machen kann, dass ich nicht zwangsweise Steine brauche. Und er macht vor allen Dingen Let's Plays von Orcs Must Die, beziehungsweise, also Orcs Must Die, boah, Orcs Must Die 2. Orcs Must Die 2. Da haben wir auch schon wieder einen Reim mit drin, okay. Und da hat er einfach nur Gameplays gemacht, jetzt halt eben auch Let's Plays, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, und StarCraft. Und er hat mich nämlich gerade gefragt, ob ich das Finale gesehen habe. Nein, habe ich noch nicht. Allerdings werde ich das gerne bald tun, sobald ich mal wieder Zeit habe. Momentan habe ich Zeit, genau 6 Sekunden, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Wollen noch mal ein paar Kniebeuge machen. Oh, sogar noch schöne Rollen, warum nicht? So, abgeben. Und jetzt halten. 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 Los, zieh durch. Und ja, sehr schön. Und nochmal runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Oh, so ein Sport, ey. So, noch ein letztes Mal wunderschön die Beine ausgeschüttelt. Ah, das nenne ich doch mal einen aktiven Mittagssport. Nehme ich schon eine halbe Stunde auf. Oh mein Gott, sind das viele Killerkäfer, die ich hier bekommen habe. Boah, da bleibt mir ja beinahe die Sprache weg. Ich werde einfach unten in der Beschreibung einen Link hinterlassen, der euch dann im YouTube-Video nach vorne springen lässt zum Hier geht's weiter Part mit der Quest. Ja, ich. Ach man, warum musste ich unbedingt die ganze Farm und so einen Scheiß aufbessern? Ohne vorher zu gucken, ob ich das Killerkäfer brauche oder nicht. Ach shit, Mann. Gut, dann gehen wir jetzt in die Sandebene. Und jetzt nochmal schnell ein paar Käfernetze. Und weil ich ja halbwegs schlau bin, noch Eisenspitzhacken. Für den Fall, dass. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das jetzt nochmal war. Also wie viele Käferstellen es in der Wüste gab. Theoretisch relativ wenig, weil welche Käfer können schon in der Wüste überleben? Mir fällt spontan sogar nur einer ein. Und bis das hier angekommen ist, also bis der Stream hier angekommen ist, bin ich schon längst wieder draußen. Das heißt, es bringt auch nichts, euch zu fragen, wo gibt es denn hier noch Abbaustellen. Wir dürfen übrigens einen neuen Zuschauer begrüßen, der jetzt wahrscheinlich schon wieder ausgeschaltet hat. Ach, fuck it, egal. Gut, wir gehen mal zu der einen Sammelstelle, wo ich mir sicher bin, dass ich weiß, wo die ist. Und das ist nämlich genau hier hinterm Baum. Und den Rest müssen wir jetzt einfach mal spontan suchen. Ey, ich bin der Grashüpfer. Cool, jetzt weiß ich, wo es die gibt. Leuchtkäfer. Woher will ich wissen, dass der hier leuchtet? Ich meine. Einfach ignorieren. Ich meine, es ist doch helllichter Tag. Wie soll ich dann sehen, dass hier was leuchtet? Ich wette, das waren jetzt zwei Killerkäfer, die der Typ mir gerade gestohlen hat mit seinen komischen Angriffen. Ne, ist nur noch ein Leuchtkäfer. Und ein Bitterkäfer. Was für ein Zufall. Ganz knapp, Chacha. Sehr, sehr dünnes Eis, Chacha. Sehr, sehr dünnes Eis. Ich entziehe dir gleich den Namen Toni. Hier ist nichts, aber hier glaube ich auch ab und zu mal irgendwo so ein paar kleine Schmetterlinge,
fliegen gesehen zu haben. Allerdings scheinbar jetzt nicht. Na gut, dann gehen wir mal tiefer in die Wüste, weil es ja da so wahrscheinlich ist, dass noch mehr da rumpimmeln. Ah, ich weiß noch genau, dass ich genau die gleichen Probleme mit Killerkäfer auch in Monster Hunter Freedom Unite hatte. Das weiß ich noch so eindeutig. Ich glaube, wenn man so mal die Namen durchgeht und die gesagten Wörter, ist Killerkäfer mit Sicherheit auf Platz Nummer Uno der meisten Wiederholungen. Ich sehe aber auch keinen irgendwo im Nirgendwo. Ach man, oh oh. Gibt's echt nur so wenig Käferstellen in der Wüste? Also, das ist schon ziemlich mies mir gegenüber. Da oben ist dann glaube ich auch keine. Die Kelbis sind böse. Also hier kann man fischen, was in der Wüste ja auch schon ziemlich komisch ist. Nee, sonst scheint hier spontan keine weitere mehr zu sein. Ha, in der 6 gibt es glaube ich noch eine. Deswegen bin ich auch gerade reingegangen. Na hier, da müssen wir so eine Melinx zuerst mal mit einem Killerkäfer geklaut haben, bevor ich den hier wieder kriegen kann. Hier ist auch nichts. Nope. Keine einzige weitere Käfersammelstelle. Ach, Mist. Vermisteter Mist nochmal. Hey, Eisenerz. Wuhu. Wie schön. Das freut mich. Schön, dass es auch in der Wüste Eiskristalle gibt. Das passt ja auch perfekt. Oh, eine Razian. Dafür habe ich aber eindeutig die falsche Waffe. Egal. Ich muss... Na, noch eine Minute umbringen. Deshalb können wir doch mal die Ratte ein bisschen kitzeln. Es macht ja so viel Spaß. Und mal wieder ordentlich failen. Warum nicht? Es macht ja noch mehr Spaß. Und Chacha ein bisschen seine Bombenaktivitäten lassen. Die er natürlich erstmal wieder frontal direkt auf mich richtet. Auf wen denn auch sonst? Ich würde mich gerade freuen, weil ich gemäut bin, aber... Dann kam die zweite Umdrehung. So, blumst du jetzt mal runter? Yep. Da hat's Blums gemacht. Und die Minute müsste eigentlich auch schon wieder gleich vorbei sein. Yep. Und so bringt man sinnlos Zeit rum. Ein Tutorial bei Sinocorporus. Oh, eine Käfersammelstelle! Mein Gott, Vorräte geliefert. Nee, Götterkäfer brauche ich nicht. Weg damit. Ich weiß, das Gift tötet mich gleich, aber die Käfersammelstelle will ich noch aufnehmen. Ausnehmen. So immer. Nein. Regal, komm. Komm schon. Schnell. Ein Killerkäfer ist es. Wenigstens ein einziger Killerkäfer. Du es für mich. Meine Zeit läuft ab. Och, nix. Meine Fresse. Ich könnte doch in der 3 gucken. Das ist doch mal eine Idee. Ich sehe gerade von Rock Bob aka Felix, dass ich COD spielen soll. Wenn ich bei COD nebenbei Killerkäfer farmen könnte, dann würde ich das ja gerne machen. Aber so nicht. Außerdem zielt er bloß damit ab, dass ich jetzt mit ihm zusammenspiele, das weiß ich genau. Hey, ich habe eine Donnerkäferquelle gefunden. Und einen Bitterkäfer. Yay. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen Platz, ne? Ja, so wunderbar voll. Was werfen wir mal weg, Insektenhülse. Ich wette, die Insektenhülse hat mal zu einem Killerkäfer gezählt. Er hatte sich abgestreift und irgendwo anders hingeflogen. Am besten in Vulkane, da gibt es nämlich keine Sammelquest für. Und hat nur die Hülse hier von sich selbst zurückgelassen, damit ich die jetzt finde und er sich denkt, na 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 na, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Kann ich mir bildlichst vorstellen. So, verdammt, ich hätte Itas bekommen können. Dann werfen wir mal den Tatzenpass weg.
So, Bitterkäfer, weg damit. So, gib mir Killerkäfer. Scheiß drauf, ich brauch keine Ration. Nein, nicht den scheiß Gamma rausholen. So, dann hier. Was? Was anscheinend? Was hat er gesagt? Ah, das ist ein Hilfsarznei. Schön, schön, schön. Irgendwas hat er gesagt. Irgendwas Wichtiges. Ja, ich bin gerade immer noch bei der ersten Quest, weil ich mich für die anderen zwei noch vorbereiten muss. Weil ich keine Killerkäfer finde. Na! Mensch. Ah, na gut. Ja, ich hab leider noch nicht alle Rockbob. Doch, ich hab schon eine. Ich hab schon. Ja, ich hab falsch gelesen, er hat noch nicht mal eine. Doch, eine habe ich schon. Ja, Respekt an mich, eine habe ich schon. Zwei fehlen noch. Warte, das schreibe ich auch mal schnell. Während ich hier ganz gechillt durchdrücke. So, zwei fehlen noch. Weil der nämlich vorhin meinte, ich soll so schnell wie möglich wieder in den TS kommen. Wahrscheinlich hat er gerade wieder Langeweile und wartet, dass ich wiederkomme. Ach man! Wie selbst ich finde das kacke! Ja, und Chacha sammelt auch nichts mehr. Ich glaube, ich gebe dem mal eine andere Maske. Hat immer noch kein Können hier bekommen. Gemüsemäskchen. Ja, yep, du darfst sammeln. So, was haben wir denn noch Schönes hier für Sammelquest? Weil es ja so geil ist. Gar keine. Nee, doch, hier Erntetour Tundra. Na gut, dann auf geht's. Machen wir das nochmal. Nee, nicht mit den künftigen Alpha-Tierchen reden. Ach man. Unterwegs zum Zielort. Ach ja, ist das nicht schön. Das ist das, warum ich Monster Hunter so liebe. Das ist der Punkt, wo es einfach genial ist zu streamen. Na eh, die meisten, außer die Hardcore-Fans, ausschalten. Aber was soll's. Komm schon, Gebiet 1. Gib mir wenigstens einen Killerkäfer. Ich habe hier jetzt 15 Minuten schon gesammelt, wenn nicht sogar mehr. Einen kannst du mir noch mal geben, für meine Hartnäckigkeit. Bitte, einen einzigen Spiel. Ah. Na gut, nehme ich eben den Leuchtkäfer an. Hier, Eiskristall wird sich weggeworfen. Nee, Brocken, Insektenhöse, Mensch. Ich werfe noch ein Kraut für dich weg. Jetzt zufrieden? Eindeutig nicht. Ich wette, wenn ich irgendwann mal Donnerkäfer bräuchte, wenn vielleicht der Augusti-Captain keine mehr verkauft, oder was weiß ich was, würde ich keinen einzigen hier bekommen. Aber jetzt natürlich Donnerkäfer, und dann noch ein Donnerkäfer, und dann noch ein Donnerkäfer, und dann noch ein Donnerkäfer. Weil ja Killerkäfer so scheiße selten sein müssen. Und ich bin so schlau und verschwende zwei. Alter, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, ich würde weder Hitler töten, also noch in der Wiege gelegt, noch würde ich irgendwelche US-Präsidenten beschützen, oder was ich anscheinend machen. Nein, ich würde zurückreisen, mir eine Schelle geben, dass ich das gemacht habe, und dann mit zwei Killerkäfern wieder zurückkommen. Ah. So, ich lese die Kommentare. Ach, Bob hat noch nie Monster Hunter gespielt, da hat er aber was verpasst. Er muss mal ausprobieren, es macht süchtig, ist der erste Kommentar darauf. Ich war mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo was rumliegt, aber das stimmt wohl auch nicht. Der Abschluss ist für ein echter. Achso, okay. Das ging jetzt wieder um sein Let's Play von Mr. Hunter 903. Der Abschluss ist für ein Arsch. Bin da echt leise und das Spiel ist so laut. Dafür, ich versuche ich dir schon seit Tagen, Monaten, Jahren einzureden. Renderprogramme sind sehr gut. Damit kannst du unter anderem auch die Lautstärke vom Spiel und dir selber einpegeln. Aber man versteht dich, das ist schön. Das ist ja auch das Mindeste. Wirklich, also es ist besser an alle YouTuber da draußen. Ladet nicht das Video einfach so hoch. Den Fehler habe ich selber auch immer wieder gemacht. Ja, ich habe gerade aus Versehen einen Trank geschluckt, egal.
das Video einfach so aufzunehmen und hochzuladen, das ist das Dümmste, was man grundsätzlich machen kann. Also es funktioniert, ich meine, so habe ich mein Let's Play auch gestartet, aber A, dauert scheiße lange, B, kann man mit einem Renderprogramm A, alles mögliche schneiden, also es ist dann A2 und B2, kann man dort halt eben auch die Lautstärke verändern, es hat nur Vorteile, Renderprogramme zu benutzen. Okay, einen Nachteil hat es, das Video bleibt länger auf dem Computer, weil man halt es erst bearbeiten muss und sowas. Okay. Und das Bearbeiten an sich dauert natürlich auch länger, weil erstmal muss das Video gespeichert werden, dann bearbeitet und dann kann man es hochladen. Das sind dann sozusagen 3 Schritte und nicht nur 2. Aber man spart so viel Zeit beim Hochladen. Und ja, ich habe keinen einzigen weiteren gefunden. Mann. Abbaustelle. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier abbaue. Ich glaube, ich treibe noch ein bisschen meine ewige Statistik ein bisschen hoch. Wie lange noch? Ah, sehr schön. Immer, wenn ich auf die Zeit gucke, sind noch 59 oder 49 Sekunden übrig, bis ich die Quest abgeben kann. Ich habe schon wieder zu viele Items, ne? Was werfen wir denn mal weg? Auf jeden Fall die Donnerkäfer. Ne, hier kommen die Insektenhülse. Ja, weg damit. Braucht doch kein Schweinchen hier. Nicht immer Schweinchen Babe braucht das. Hallo Peppe. Nachdem ich das einmal im Livestream erzählt habe, muss ich ja jedes Mal wieder dran denken, dass wegen dem Peppe-Zungen, um genau zu sein, das Französisch erfunden wurde. Also nicht das Französisch als Sprache, sondern das Französisch, was man im Bett gerne macht. Howdy, sehe ich dein feinen folgenden Blutstein? Ja, gerne. Spitzenklasse! Yay, ich habe eine Ration erhalten. Geil, Lomatico. Ah, shit. Was denn, Sino, Ausrufezeichen? Was denn? Ach so. Ja, okay, das war, weil ich es noch nicht gesehen habe, glaube ich. Seht ihr mal, wie es zurückkommt. Jetzt bin ich gegen der Radian. Hat sich umwandeln lassen, ist jetzt ein Transvestit. Gegen der Radian. Wird immer schlimmer. Gegen der Radian. Und, ja. Da werde ich gerade ausgeschimpft, dass ich den letzten Part vom noch nicht gesehen habe. Na gut, Quest erfüllt. Sehr schön. Wir freuen uns. Bitte gib uns Killerkäfer. Bitte gib uns Jonah Suthoff. Ist das schlimm, wenn ich deine 2 Quests nicht mit der Überfall-Axt Plus mache, sondern mit irgendeiner anderen Morph-Axt? Ich gebe den Killerkäfer noch 6 Minuten Zeit, zu mir gekrochen zu kommen. Das heißt, ich gehe noch einmal ins Dorf und dann wieder zurück. Und dann mache ich das mit einer anderen. Dann habe ich mein Bestes gegeben. Ich hatte zwar schon 5 Killerkäfer, ich habe ein schlechtes gegeben und die weggetan. Okay. Mein Fehler, sorry. Aber jetzt habe ich eine halbe Stunde fast an diesen 2 Killerkäfern gesammelt und auch keinen einzigen auch nur ansatzweise im Horizont erblicken sehen. Mein Ladebildschirm war gerade ziemlich lang. Deswegen, ich bitte es zu entschuldigen, dass ich es nicht mit der gewünschten Waffe dann tue. Ich nehme mir einen anderen Dildo und zwar einen schwächeren. Das heißt, du siehst es sogar nochmal besser. Sozusagen. Ich nehme dann, wenn ich jetzt den Vorgänger nehme, werde ich glaube ich innerhalb von 50 Minuten nicht fertig. Aber mal schauen, was für eine Waffe ich bauen kann und dann wird das hoffentlich schon alles irgendwie passen. Grille. Wieso kriege ich hier denn nur Grillis? Egal, wir haben jetzt noch das Gebiet, genau, hier unten sind noch welche. Ja, wo ich ja eben die ganze Zeit auch schon lang gelaufen bin. Ansonsten gibt es ja keine, wenn ich mich da richtig entsinne. Ach komm schon, ich brauche doch keinen Leuchtkäfer, Mensch. Keinen Leuchtkäfer. Wo ist deine Sprachfunktion, Spiel? Wo ist sie? Siri, ich hätte gerne Killerkäfer. Oh, Leuchtkäfer willst du, da gebe ich dir doch gerne welche auch noch ein, weil du so nett zu mir bist.
Ich habe gerade überlegt, doch nochmal zu dem Ältesten zu gehen, ihn anzusprechen, aber der hat mir bisher nichts Gutes gegeben, also wird das sich jetzt auch nicht ändern. Nicht wahr? Mensch. Ja, schreib bloß so viel rum, wie du willst. Oh, ein Königsdutruf. Das wäre eigentlich mal eine angenehme Abwechslung, muss ich sagen. Um jetzt mal ein bisschen Spannung wieder reinzubringen. Chacha, wärst du so lieb, mal zu sammeln? Und nicht. Du kannst eh nicht kämpfen, Chacha. Die Maske verbietet es dir. Der hat mich gerochen. Und deswegen haut er jetzt ab. Der hat sein Ende im Hinterkopf gespürt und dachte sich, ne, das will ich nicht erleben. Und jetzt gleich mal. Hat die Fliege gemacht. Ah, diesmal ist ein Star, sehr schön. Hoffentlich ein gutes Zeichen. Nein, ihr Käfermensch. Hier, ich leg dir sogar meine Käfernetze hin. Nee. Aber in eine Dungbombe. Komm, einmal daneben geschissen. Klappt schon. Bitter Käfer. Noch Bitter Käfer. Wieso ich? Das war jetzt eine Minute. Ich habe gesagt, ich gebe dir 6 Minuten Zeit, ne? Das heißt, ich gehe jetzt nochmal schnell hier rein, mache das Ganze nochmal, weil es hat ja perfekt genau 3 Minuten gedauert. Und dann schaue ich mal, was ich für eine Ausweichwaffe hier nehmen kann. Oder ich schaue gleich mal nach der Ausweichwaffe, damit ich dann schon mal weiß, was ich dafür brauche. So, ich habe ja nur das hier, ne? Mit 3 Killerkäfern. Knochenaxt plus Waffe schmieden, Morphaxt. Die Blitzaxt brauche ich ein Jahreszeug. Und der beschneidet Perlizit erst und Jumbo-Perle. Hey, ich habe keine Ausweichwaffe. Danke! Also ich mach's mit der Knochenaxt, wenn dann überhaupt. Okay, bitte. Bitte, bitte spiel. Du kannst alles von mir haben, was du willst. Also bis auf mein Leben und mein Internet. Am Rest kannst du alles von mir haben. Aber bitte, gib mir 2 Killerkäfer. Kannst Chacha haben. Ich gebe dir Chacha als Sklaven. Der macht eh nur Scheiße. Bei mir. Der ist großartig. Ich bin nicht gut im Verhandeln, merke ich gerade. Ich gebe dir Chacha. Punkt, fertig aus, okay? Okay, sehr schön. Du kriegst Chacha, kannst ihn behalten. Solange dir nicht von selbst wieder ausbüchst. Und dafür krieg ich Killerkäfer, okay? Bitte nicht grillen. Killerkäfer. Oh, Chacha sammelt endlich mal mit. Hoffentlich ein gutes Zeichen. Hat nur das hier anzubieten. Wenn es ein Killerkäfer ist, bin ich zufrieden, Chacha. Alles andere ist mir scheißegal. Wenn wenigstens irgendeine Quest geben würde, Killerkäfer gesucht oder so, wo die Wahrscheinlichkeit darauf erhöht ist. Ich meine, es gibt zwei. Okay, es gibt es eigentlich nirgendwo, aber trotzdem, das wäre schön. Insektenhülse. Ich glaube, ich nehme noch ein Mega-Insektennetz mit, weil einfach mal mein Kopf mir sagt, dass es das dadurch besser funktioniert. Ich weiß aber, glaube, es ist eh nicht meins, aber manchmal ist eben der Aberglaube der einzige Glaube, den man wirklich hat. Und irgendwie glaube ich jetzt, dass es hier fast nur Leuchtkäfer gibt. Und natürlich Götterkäfer und natürlich Bitterkäfer. Und ganz, ganz viele Leuchtkäfer. Warte mal. Jetzt mal ganz kurz überlegt. Wenn beim Fangen eines Käfers das Käfernetz kaputt geht, müsste der Käfer dann nicht eigentlich entkommen sein? Irgendjemand muss das Netz doch kaputt machen, oder? Und wenn nicht der Käfer, wer dann? Das, meine Damen und Herren, ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Hey, mein Käferständer ist nicht da. Schade. Aber naja, gut, was soll's. Und ich sehe gerade, ich bin im Stream gerade in der Tundra. Mein Gott, hängt der hinterher. Ach, das seht ihr. Ich habe mich schon gewundert, was ihr gerade ankommt. Na ja, gut, dann zurück zum Wurf. Wir haben die 3 Minuten auf jeden Fall, 6 Minuten auf jeden Fall rumgebracht mit
effektivem Nichts tun oder nichts schaffen, außer Chacha. Ja, apropos, Chacha ist ja auch wieder mitgekommen. Natürlich habe ich es geschafft. Wäre Chacha dort geblieben, hätte unser Spiel wahrscheinlich Killerkäfer gegeben. Aber so halt eben doch nicht. Warte. So, nein. So. Aga. Wow, er hat Bitterkäfer gefunden. Woohoo, Chacha. Du bist große Klasse. So. Jetzt, wie gesagt, scheiß auf die Killerkäfer, die bekomme ich eh nicht mehr. Nicht in diesem Leben, nicht im nächsten Leben und vielleicht im übernächsten Mal ein, aber dann sind die drei von diesem Leben ja auch schon wieder weg. Also kann ich sagen, dass ich sie gar nicht bekommen werde. Und deswegen bereite ich mich jetzt mal intensiv auf den Giginox vor. Dessen, also den Request ändere ich jetzt ab von mit Überfallaxt plus auf mit Morphaxt. Ich hoffe, das geht klar. Da er wahrscheinlich gerade im Stream nicht mit dabei ist, nehme ich einfach mal an, dass er ja sagen würde, hoffentlich. Und deswegen jetzt mal die besten Vorbereitungen rausholen. So, mal das hier noch schnell kombinieren. Ja, das Kombinieren dauert jetzt auch nochmal kurze Zeit. Das überspringe ich dann allerdings nicht mit dem Überspringen-Button, das kommt dann so mit rein. Haben noch ein paar Schockfallen, wunderbar, weil der Gigi ja so gern geschockt wird. Ja, deswegen fliegt er auch bei der Axt immer, bei dem Hammer fliegt er immer so nach hinten, weil er so gern geschockt wird. Der ist richtig erschreckhaft. Ich glaube, das R kann weg. Er ist ziemlich schreckhaft. Dabei ist er gar nicht so viel. War dumm. Mir fällt gerade auf, ich habe noch nicht mal grüne Schärfe. Jetzt stelle muss ich mir kaufen. Nehme ich Bomben mit, damit ich überhaupt irgendwie Schaden machen kann. Ich habe zwar noch keinen Plan, wirklich gar keinen Plan, wie ich dann den Lagiacrus machen will, aber Giginox sollte ich schon mal irgendwie hinkriegen. Dauert halt ein bisschen länger, aber in der Zeit, wie ich jetzt Killerkäfer gefarmt hätte, hätte ich auch den Giginox mit der Waffe platt gemacht. Da könnt ihr euch aber sicher sein. Was habe ich jetzt noch hier? Was wollte ich noch holen? Wetzsteine habe ich schon, na dann passt das doch, ich muss noch meine Waffe wechseln. Gut. Ausrüstung verwalten. Und da, Knochenaxt. Wuhu. Die beste Morphaxt im Spiel. Oh, nicht. Nein. Ich bin jetzt so auf Chacha sein Tanzen angewiesen, dass er mir da mal ein bisschen hilft. Da Königskäse, ne? Die Gesundheit und Verteidigung. Was passiert eigentlich bei fetter Tomate? Ja, ich weiß, probieren ist eigentlich nie gut, aber ich mach's jetzt trotzdem mal. Mal sehen, was dabei rauskommt. Alter, die verbinden sich gerade im Chat gegen mich. Rockbob hier mit mir COD spielen will, das will allerdings Mr. Hunter auch. Wir verbinden sich jetzt gerade, dass wir dann zu dritt Zombies spielen. Okay, warum nicht? Habe ich grundsätzlich dagegen. Und ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob ich bei dem Typen irgendwie Items herstellen kann, aber ich glaube, das ging nicht. Man konnte, glaube ich, nur aus Items Punkten machen und nicht andersrum. Und gefällt mir eigentlich gerade nicht. Ah, so, Zeit in 50 Minuten. Auf geht's. Du kannst nicht mehr davon tragen. Okay. Von mir aus, das sollte eigentlich... Giginox sollte, wie gesagt, eigentlich noch gehen. Der ist... Ja. Ging vorhin mit Hammer auch ganz gut. Okay, da hatte ich grüne Schärfe. Oh, jetzt sind zwei Schmetterlinge hier. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ah, Donnerkäfer, als wenn ich noch nicht genügend davon hätte. Ein gutes Zeichen! Ein sehr, sehr gutes Zeichen. Oh, keine Insektenhülle. Komm schon, nein. Nein, wieso nur ein? Oh, ich kann nochmal. Und? Och nein, egal, einen hab ich. Ich hab einen Killerkäfer. Ach, wie geil.
Ach, wie geil. Naja, egal. Hallo, Giginox. Schön, dich zu sehen. Okay, ich block schon mal nicht ab. Das ist extrem gut zu wissen. Warum habe ich Verteidigung? Ach nein, ich habe Drachenabwehr hoch. Warum auch immer. Aber ich hab's. So, jetzt dürft ihr wieder meine unglaublich genialen Move-Up-Skills sehen, die leider absolut nicht vorhanden sind. Okay, wie ihr seht, erstmal alle Schläge daneben hauen. Muss ich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren als sonst, weil ich sonst schon nicht gut bin. Ich leg mal schnell die Falle hier hin. Jep, er kam nicht ran. Sehr gut. Springen hier rein. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Springen in die Falle. Springen sie dann eben nicht. Mir auch. Was für ein Zufall, dass Chacha genau in diesem Moment die Bombe wirft. So, warte, das war die falsche Seite zum Switchen. Hier kann ich switchen. Und hier müsste ich anfangen. Also der steht jetzt eindeutig hier drin, ich wollte schon sagen. Also, verarschen kann ich mich alleine. Trick 17D mit Selbstverarsche. Das ist mein Hauptteil, was ich immer wieder benutze. So, jetzt hier lieber mal ganz schnell ausweichen. Okay, ich darf mich nicht irritieren lassen. Ich mache keinen Elementschaden mit der Axt. Das heißt, ich kann gar nicht sehen, wenn die so trifft. Ah, oh, da geht er schon wieder zurück. Wie schön. Und da wird er schon schwarz. Das ging aber schnell, dass er sich hier schwarz ärgert gegen die Kampfaxt. Scheint gar nicht so schwach zu sein dafür, dass die keine Schärfe hat. Fallgruben müssten eigentlich auch gegen den wirken, ne? So haben wir es jetzt aber nicht ausgemacht, mein Freundchen. Ich habe hier nämlich noch eine Fallgrube für dich. Die wird dir sehr gut gefallen. Ich sehe es schon kommen. Am Ende kämpfe ich gegen Giginox besser ausgerüstet als gegen die Diablasse. Ah, natürlich werde ich noch von denen erwischt. So, wie mache ich jetzt diesen Schlag, dass der nach oben macht und dann hier weitermacht? Ah, ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe, aber es war das Richtige. Sehr schön. So, jetzt ganz schnell switchen. Oh, Chacha, warum schlägst du mich? Ach ja, Wind, genau. Ja, das war die falsche Taste, ich weiß. Oh, verdammt. Okay, aufgeregt werden hilft bei sowas meistens ja immer sehr gut. Deswegen wird mein Ich bin aufgeregt Faktor jetzt mal ganz schnell um 10 erhöht. Puh, ich hab sogar noch getroffen. Ach man, warum steckt hier die Waffe immer weg, dass man da immer sprinten muss? Ganz ehrlich, wenn ich Giginox wäre, mit so einem beweglichen Kopf, ich glaube, ich würde aus meinem Zimmer nicht mehr rauskommen. Ich meine, der kann sich selbst an die Eier grapschen mit dem Kopf. Ohne Probleme. Also, jetzt sind wir ernsthaft. Ja, ne, da weiß jeder Mann, was er zumindest am Anfang erstmal machen würde, denke ich, zumindest. So, jetzt switch doch endlich mal wieder. Nein, nicht Waffe wegstecken. Kann nicht so schwer sein, hier jetzt mal im Schwertmodus zu kämpfen. Hallo, du wechselst auf Plus. Hat dir das noch keiner gesagt? Ach nee, auf. Okay, gut. Entschuldigung. Mein Fehler, hab die falsche Taste gedrückt. Entschuldigung, Entschuldigung. Alles auf zurück. Alles wieder auf Anfang. Mein Fehler. Was macht er jetzt? Ah, er will mich wieder saugen. Warum ich das eigentlich nicht zulasse, weiß ich selber nicht. Ah, ich bin aber auch manchmal ein Vollidiot. Egal, jetzt kenne ich die Taste, ja. Jetzt kann ich auch endlich abschwerten. Nein, das war nicht geplant. Nein, das war nicht geplant. Kann ich hier jetzt nicht zurückschwerten? Also dann in die Axtmodus gehen? Ah, verstehe. Ich weiß, wie es geht. Mein Gott. Ich fühle mich ja jetzt richtig Pro-like. Ich habe endlich verstanden, was man drücken muss. Nach einigen Spielstunden mit Morphaxt. Okay, es waren nicht Stunden, aber einigen Minuten. So kann man nämlich wechseln. Oh mein Gott.
Schön, dass mir das irgendwann noch aufgefallen ist, verdammt. Ja, saug an mir, saug mich aus. Was auch immer gerade passiert ist, er hat aufgehört. Ich glaube, das war ihm zu pervers, deswegen hat er es einfach mal sein lassen. Nehmen wir mich auf das Geschehen konzentrieren, nicht auf die Objekte im Beutel. Und er ist abgehauen. Okay. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja, 300 Jahre später, auch immer keine Killerkäfer. Die sind gerade in, ich bin gerade im Mogga-Dorf wieder angekommen und fange an, im Mogga-Wald weiter zu sammeln. Guck mal, ich habe eine Bombe für dich, GG Nox. Und ich war zu langsam, meine Farbbilder rauszuholen. Ach nee, es passt. Nice. So, dann, ich weiß jetzt, wie es wechseln geht. Mach das mal bitte schnell. Spring dann am besten nicht wieder woanders hin. So, jetzt müsste ich theoretisch treffen können. Jo, einmal, warum nicht? Becher, nein, gar nicht. Ah, ich glaube, ich kämpfe lieber mit meiner Axtseite. Dann gebe ich in die volle Axtseite, Junge. Jupp, da läuft das mal wieder weg. Oh, wenn er jetzt so eine Weile bleibt, ohne runter zu gucken. Ja, ohne runter zu kommen. Hätte ich mir eine Abprallbombe stellen können. Damit wenigstens mal wieder ein, was irgendwie recht viel Schaden macht, außer Chacha. Der mich dann immer noch wunderschön mittrifft. Warum nicht? So. So ist doch schön. Einfach stehen bleiben. Und am besten nicht abblocken. Ach man, die Überfallachs wäre so schön gewesen. Mit ihrer wunderschönen grünen Schärfe. Ach, Menschenskinder, aua. Das war gerade ein Doppelkill von Gigi Nox. Beide einmal getroffen. Also Humpel tut er logischerweise noch nicht. Mit der Waffe auf jeden Fall noch nicht. Das wird noch ein paar Minuten dauern. Ich habe ja nicht noch mehr Bomben mit. Dann kombiniere ich mir mal schnell die nächsten Fallen. So. GG Nox. Schon mal was von Abprallbomben gehört? Ich hoffe sehr. Genau die werden dich jetzt treffen. Solltest du nicht so weit oben schweben. Au, ich dachte, ich wäre weit genug weg. Aber naja, bekanntestermaßen, beim Denken fängt die Scheiße an. Ich lasse jetzt mal den Zusatz, ist auch in der Schule immer so. Und gerade ist mein Stream ausgegangen. Ne, warte, einfach nur ein Ladebildschirm gekommen. Okay. So. Ja, ich hatte natürlich erst keine Zeit, den anzugreifen, weil der eiskalt mit der Eiskaltsklasse mich da rausgesteuert hat. Aber ich glaube, mit meiner großen Ansage, wir machen jetzt alles, egal wie lange es dauert, werde ich jetzt von meinen Freunden zu sehr unter Druck gesetzt, die alle mit mir zocken wollen. Jetzt ja, ich denke, ich bin Fame, das ist einfach nur so von mir formuliert, damit es cooler klingt. Eigentlich bin ich der, der Abwechslung braucht, aber egal. So. Dann dürfte er mich so schnell nicht kriegen. Ich habe schon wieder vergessen zu slotten, fällt mir gerade auf. Warum sollte man das dann auch tun? Ist ja komplett bescheuert. Einfach mal so schnell Schärfen reinmachen. Ne, das ist ja richtig, richtig doof. Ne, logischerweise. Wo ist der jetzt hin? Ach, er haut mal wieder ab. Na, warum denn auch nicht? Ne? Oh, er ist schon wieder auf dem Boden. Wie auch immer er das geschafft hat. Respekt, GG Nox, Respekt. GG. GG. Ich glaube, ich kürze jetzt immer nur ab mit GG, weil eh alles, was der gerade gegen mich macht, immer GG ist. So, good, good. Ne, good game, good job. Immer wieder meine Abfallbomben raus. Die sollte ich wirklich häufiger gegen ihn benutzen. Oh yeah, da bin ich gemäut. Da bin ich gemäut und keiner hat's gesehen, weil ich mich perfekt positioniert habe. Alter, wie Schwede, wie lang sein Kopf da wird. Also sein Hals. Echt gierig ist der.
heißt doch so das Sprichwort, langer Hals ist gierig. Oder so. Ja, tanz für mich, Cha-Cha. Tanz für mich. Oh nein, jetzt bleib doch einfach mal stehen. Ich habe gerade eine relativ langsame Waffe. Ja, das ist schön, wenn du nicht immer wegrennst und mich wegstößt dabei. Ja, das wäre echt sehr, sehr schön. Beinahe traumhaft. Aber da das Traumboot ja schon längst ausverkauft ist und nicht mehr läuft, dann wird das wohl alles nichts mehr. Windabwehr. Sind wir wieder bei dem Thema angelangt. Schön zu wissen. Alter, Cha-Cha! Der legt gerade richtig los. Mein Gott. Ach, verdammt, ich bin vergiftet. Verdammt, ich bin vergiftet. Shit, warum sagt mir das keiner? Ach ja, der Stream hinkt hinterher. Gegengift, ganz schnell. Okay, ich kämpfe gegen Giginox. Dann ist man da mal nicht vergiftet. Bitteschön. So, Weststeine wieder rausholen. Während der sich denkt, oh, so eine geile Giginox, das wäre ja geil. Und dabei fängt er an zu sabbern. Ja, seine perverse Vorstellungen. Und dann lasse ich die Zeit auch noch zu sabbern. Natürlich, jedermann braucht mal schöne Vorstellungen. Sonst wird es ja langweilig. Nicht so wahr, Giginox. Ja, sehr, sehr wahr. So. Jetzt block ich komischerweise wieder ab. An den meisten Stellen. Ich muss unbedingt wieder ein Steak essen. Yep, Abfallbombe. Close enough. So, hier, Gegengift. Hab ich überhaupt Steaks mit? Ja, die hab ich. Sehr schön, Erumpelt. Ging das gerade schneller als mit dem Hammer? What the shit? Natürlich, warum denn auch nicht, meine Damen und Herren? Warum denn auch nicht? So, mal sehen, wo er jetzt hinhumpelt. Und theoretisch ja hier hin, deswegen stelle ich mich schon mal bereit, meine Bomben zu platzieren. Ja, ja, beißt euch ruhig gegenseitig. Ein Akt der Liebe und Zuneigung. Ist eigentlich mein Käfernetz komplett kaputt gegangen? Sieht so aus, ne? Ach, verdammt. Ach nein! Nee, warte doch. Wo kommt denn hierher? Mensch, Gigi! Das wäre zeitschonend auch für dich gewesen. Aber nee, du musst den anderen Weg gehen. Ist ja klar, nur weil es da bergab geht. Ja, ja, ja. Und weil ich da nicht bin. Ich verstehe, Gigi. Du magst mich nämlich nicht. Immer sind die Monster gegen mich. Nie auf meiner Seite. Auch wenn der gerade Freundschaft mit dem Peppel zu schließen scheint. Oh, yep, ich unterbreche euch. Auch er ist eigentlich nur total missverstanden. Der will eigentlich nur die Peppe hier beschützen. Und versprüht deswegen so viel Gift. Es geht ja auch gar nicht um seine eigene Haut oder so. Nee, alles nur wegen dem Peppe. Deswegen muss er gerade schauen, wie es ihnen geht. Alter, Cha-Cha. Cha-Cha. Manchmal bist du dümmer als ich. Also, wenn wir bei so einem Dummheitskontest mitmachen würden, wir wären zwar beide auf dem ersten Platz, aber du wärst nochmal ein Stückchen vor mir. Das muss ich jetzt leider mal so sagen, wie es ist. So sehr ich dich auch manchmal mag, wer einfach so in Gift reinrennt, der hat eindeutig noch einen Platz höher als ich verdient. Und ich meine, hast du ja nun eindeutig gesehen. Selbst mit Tunnelblick auf Giginox, wehe dir, Cha-Cha. Jetzt darfst du. Okay, dann gehe ich eben weg. Das musste ich jetzt noch sehen. Jetzt könnte ich entweder warten. Ja, komm. Der schläft da wahrscheinlich an der Wand, dann kann ich ihn nicht mal treffen. Komm schon. Kann ich ihn überhaupt? Hallo, Giginox? Erstmal vorschießen. Ein Feuerwerk der Bomben. Extra nur für dich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Perfekt so platziert, dass du keinen Schaden kriegst. Bin ich nicht nett? Ja, dein bester Kumpel für meinen Wingman Nummer 2. Aua.
Chacha die Bombe jetzt ruhig noch explodieren lassen können und sich nichts dagegen gehabt. Oh ne, jetzt werde ich schon wieder gesaugt. Chacha, lass explodieren. Der hört auf mich, geil. Lass explodieren oder lässt explodieren. Lass krachen, Chacha, lass krachen. Bam. Quest Nummer 2 abgeschlossen und einen Killerkäfer bekommen. Das bedeutet, wir machen jetzt nochmal ganz kurz hier Farmquest für Sammeldingsterbumster in der Tundra, weil scheinbar scheint sie hier ja recht gut zu geben. Es fehlt nämlich nur noch einer. Und dann, wenn ich ihn da nicht bekomme, dann probieren wir den Lagiacrus mit der Waffe, denn die Zeit so einzuschätzen, dass man auch den Lagiacrus damit gut schaffen kann. Denke ich zumindest. Was gibt's denn hier noch Schönes? Na, no, Monsterknochen S. Okay, okay, okay. Oh, und noch mehr Knochen. Kann ich mir beinahe ein Skelett zusammenbauen. Schön, schön, schön. So, Vorratsobjekte werden übertragen. Wunderbar. Quest erfüllt. Und ich sehe, dass der Stream 15 Minuten hinterherhängt, weil ich gerade jetzt mit dem Giganox angefangen habe. Ach, wie geil ein Stream ist, der 15 Minuten hinterherhängt. Egal. Oh, Chacha hat ja vorhin auch ein paar Mal gesammelt. Ich gehe nochmal gucken, vielleicht hat der ja auch den fehlenden Killerkäfer schon mit eingesteckt. Das würde uns jetzt sehr viel Hate und Zeit ersparen. Aber so wie ich Chacha kämpfe, hat er den Killerkäfer gefunden und gleich wieder weggeworfen, weil, wieso denn auch nicht? Weil er es einfach mag, Insekten wegzuwerfen. Nee, er hat gleich mal gar nichts gefunden, auch nicht schlecht. Gut, also nochmal schnell nach Killerkäfer suchen. Schwappelhaut, gruselige Haut, Killerkäfer! Donnerkäfer, Bitterkäfer, Monsterknochen, helles Extrakt, kann alles weg. Platzverschwendung auf gut Deutsch. Und ich habe gar keine Netze mehr in der Kiste. Na gut, dann holen wir uns eben neue. Geld haben wir ja zum Glück genügend. Und ja, Gossi ist wieder da, wie ich sehe. Oder immer noch, je nachdem. So, und wünscht mir Glück, dass da wieder zwei Schmetterlinge rumtollen und Spaß haben. Und einer davon ein Killerkäfer ist. So, eigentlich wollte ich jetzt nochmal schnell Specki streicheln gehen, aber das habe ich jetzt mal ganz spontan vergessen. Ist so ähnlich wie wenn deine Oma dir einen Brief zum Geburtstag schenkt. Ja, alles Gute, viel Glück und bis zum nächsten Jahr. Und dann so PS, eigentlich wollte ich noch 5 Euro Eisgeld reintun, aber der Briefumschlag war schon zu. Fühlt sich auch leicht verarscht. Aber gut, so sind meine Omas halt. Das müssen wir eigentlich als Revanche auch mal machen. So, auf dem Sterbebett. Eigentlich wollte ich dir ja noch einen schönen Gruß schicken, aber mein Mund war schon geschlossen. So, Bitterkäfer. Ja, es ist übrigens nur ein Schmetterling hier. Also schätze ich meine Chancen eher niedrig ein, jetzt einen Killerkäfer zu bekommen. Warum mache ich das mit den alten Käfernetzen? Die neuen sind doch eigentlich besser. Ach Mann. Aber ich gebe nicht auf, Mann. Ja, es fehlt ja jetzt nur noch einer und nicht mal mehr zwei. Weil wir haben ja nur eine halbe Stunde für den einen gebraucht. Dann können wir das Ganze gleich nochmal probieren oder etwa nicht. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Nur eine halbe Stunde farmen. Und ja, Sarkasmus off. Tschatscha, Katz, Katz, eine andere Sprache, ja, ja. Das heißt Miau, Miau, Miau. Miau, 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 Miau. Und nicht Katz, Katz, Katz. Boah, du musst noch viel über Fremdsprachen lernen. Sehr, sehr viel. Mein junger Chacha-Wan. Miau, Miau-Wan. Ist mir egal, wie man ihn nennt. Hauptsache-Wan. Und hier scheint mal wieder kein Smetmering zu sein. Ne. Und auch kein Mutschgübchen. Also können wir gleich mal weitergehen.
Wo habe ich noch mal welche gesehen, außer in der 1? Nicht in der 7. Gegebenenfalls in der 2. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe vorhin schon geguckt und außerdem einem nichts gesehen, ne? Da wäre es dann wohl doch nett gewesen, wenn ihr mir mal in die Kommentare geschrieben hättet, wo es hier überall was Schönes gibt. Aber in der Jut, was soll's, was soll's. Doch, wenn man da gerade zu, gab es auch mal einen, oder? War nicht hier irgendwann mal was? Scheinbar nicht. Na gut, dann eben nicht von mir aus. Ist allgemein nichts. Ach, Mensch. Ich muss noch ganz kurz auf meinen Status gucken. Ich habe als Fähigkeit Kälte beenden. Okay. Habe ich mich vorhin schon gefragt, weil ich dachte auch in der Wüste. Doch, in der Wüste habe ich Schaden bekommen. Stimmt. Bis halt eben hier nicht. Also immer noch komisch, dass eine kälteabwehrende Rüstung einfach mal aus Löchern besteht. Warum denn auch nicht? Mann, eigentlich, normalerweise würde ich sowas rausschneiden. Wenn es so darum geht, möglichst schnell was zu machen, nur für Requests zu farmen und ähnliches, aber da ich jetzt einmal im Livestream bin und gesagt, im Livestream am Anfang angekündigt habe, ich mach das Ding jetzt so lange, bis ich alles habe. Despicable me. Werde ich jetzt auch durchziehen, denn ich habe mir vorgenommen, all die Sachen, die ich verspreche, im Let's Play zu machen, auch wirklich zu tun. Und nicht bloß alles Mögliche auf der Welt zu versprechen, dann am Ende nichts zu machen. Dementsprechend wird auch bei Monster Hunter Freedom Unite noch die Quest Monster Hunter folgen. In gewisser Zeit irgendwann mal. Aber jetzt erstmal auf die Killerkäfer konzentrieren. Was haben wir für eine Zeit? Perfekt, 31 Sekunden. Komisch, immer genau nach 4 Minuten und ein bisschen wechseln die Peppe das Gebiet. Ich denke nicht, dass das Zufall ist. Und der Schmetterling ist immer noch nicht wieder da. Es war wohl wirklich Glück, dass da zwei geflogen sind. Vielleicht zeigt es aber auch wirklich an, dass wenn da zwei fliegen, dass dann es wahrscheinlich ist, seltenere Käfer zu bekommen. Ey, eine Vanillebombe, wenigstens einmal was einsatzbereit ist. Arowana-Köder, von mir ist auch nicht schlecht. Nee, einmal reicht. Ach so, ein Pech aber auch. Ich hab nichts mehr für dich. Na, schade, schade, schade. Na, wie sind die Objekte jetzt auch wieder da? Huhuhaha. Ach, der Weggott ist voll. Ey, ey, komm her. Genau, Chacha, perfekt. Jetzt stinkst du auch nach einer Feline. Jetzt hast du das perfekte Aroma. Ist das nicht schön? Kannst du dich freuen? Wahrscheinlich kannst du jetzt auch besser Katze sprechen. Nicht wahr, Chacha? Ich begebe mich mal auf dein Niveau, damit ich mit dir reden kann. So. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, geil, der rennt sogar so wie eine Feline. Wie nice ist das denn? Oh, das sieht richtig passend aus. Ich glaube, der rennt auch normalerweise so, aber mit der Maske passt das einfach mal noch besser. Muss ich jetzt mal so erwähnt haben. Natürlich kein Killerkäfer, wäre ja auch zu schön. Ich glaube, ich mache das jetzt schneller. Ich gehe da kurz rein, werf meine Netze aus. Wenn es nichts ist, breche ich ab. Ansonsten warte ich die paar Minuten und mache das jetzt. Es ist nur noch einer. Ihr habt gesehen, wie schnell es gegangen ist bei der Giginox-Quest. Also wirklich, ihr müsst jetzt mal mit mir übereinstimmen. Das kann doch nicht sein, dass das plötzlich, wenn ich die Hoffnung aufgebe, dass ich dann Killerkäfer bekomme. Das läuft doch so nicht. Das Spiel ist zwar gepimpt darauf, Leute leiden zu sehen. Aber irgendwo muss doch auch mal so ein Schlussstrich gezogen werden. Oder was sagt ihr dazu? Komm schon, bitte, 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 gib mir ein
Kill. Okay, was sind da zwei? Sind da zwei? Sind da, das sind nicht zwei? Egal, ich werfe mein Netz trotzdem auf. I don't care. I love it. I got this feeling on a, Sunday mit Essen. Mittag. Midday. Ja, nichts bekommen. So geht es nämlich ganz wesentlich schneller. Gegeben. Oh, jetzt sind wir jetzt aber alle traurig. Bin ich auch ganz erschöpft, dass ich das nicht geschafft habe. Oh. Oh, hab's nicht geschafft. Mir fällt gerade auf, dass ich schon eine Stunde 30 wäre. Ja, eine Stunde 30 aufnehme. Bisher nur zwei von den drei Quests geschafft habe. Vielleicht gibt es den auch bei Erntetouren nicht. Ich würde das dem Spiel zutrauen, dass man bei Erntetouren keinen Killerkäfer bekommen kann. Das würde ich denen durchaus zutrauen. Dass man da während einer Quest zwangsweise das Käfernetz auswerfen muss, um halt eben sowas zu bekommen. Ah. Manometer. Na gut, dann noch ein letzter Versuch und dann könnte ich es nochmal in der Quest probieren. Dann müsste ich allerdings das Monster dann auch noch töten. Ist übrigens wieder nur ein Smetmilling. War das vielleicht wirklich ein Zufall oder war das kein Zufall? Der zweite Smetmilling. Ah, Bitterkäfer, Bitterkäfer, Bitterkäfer. Bitterkäfer, Bitterkäfer, Bitterkäfer. Ah, ein Bannerkäfer. Gut, wir machen den dann gern was mit einer Knochenart. Ich freue mich ja so. Wie geil. Und ihr zwei Zuschauer dürft euch auch freuen, denn nach dem Langiakros geht es los mit COD. Hey, hey. Ich bin irgendwie nicht glücklich damit. Also nicht mit COD spielen, sondern mit... Ich gebe auf mit den Killerkäfern. Aber das wird langweilig. Das kenne ich auch bei anderen Let's Playern. Das weiß ich selber, dass das langweilig wird. Hast du vielleicht zufällig einen Killerkäfer dabei? So rein aus Jux mal gefragt. Nein, nur Donnerkäfer, davon habe ich aber jetzt genügend. So, Rohstoffe erzeugen. Hier kann ich aus meinen Sachen Rohstoff erzeugen. Warum denn nicht andersrum? So, ich nehme Rohstoffpunkte und erzeuge daraus ein Item. Beinahe Magie, aber warum nicht? Gut, jetzt auf jeden Fall mal wieder kein Killerkäfer mit dabei. Ah, Dörfler bitten, hier habe ich die Killerkäfer verschenkt. Ah, die Fischtypen werden wahrscheinlich auch keinen Killerkäfer mit haben. Ach du Kacke. Oh, wir haben Honig. Yay. Wer kam eigentlich auf die grandiose Idee, dass man Killerkäfer nicht anbauen kann? Ich hätte da so One in the Chamber für ihn. Aber naja, egal. So, verstauen wir mal. Bereiten wir uns mal möglichst gut vor, damit die Quest irgendwie ein Erfolg werden kann. Ich bezweifle es aufs Innerste, dass ich das mit der Waffe schaffe. Aber na gut, warum nicht? Fassbombe L mitnehmen. Nehmen wir noch ein paar Plus mit, weil die werde ich auf jeden Fall gebrauchen können. Eigentlich müssen das Fassbomben XL sein. Auch ein schöner Name. Statt Fassbombe Plus. Ne, warte, genau, ich muss ja hier. Was ist besser, Fallgruben oder Schockfallen? Gegen Lagiakus wahrscheinlich Fallgruben. So, dann kann ich nämlich die hier noch mitnehmen. Da kann ich immer sogar Blitzbomben benutzen. Da bin ich ja richtig gut ausgerüstet. 10 Stück hier mal schnell rein. Da braucht natürlich noch Blitzkäfer dazugehörige. Ne, nicht Donner. Blitz. Hier. Gibt's hier vielleicht den Spitzhacken? Letzter Versuch noch. Nein, gibt's auch nicht. Oh Mann. Oder erst auf höheren Queststufen. Kann ich sonst irgendwie Killerkäfer und was kombinieren? Rüststein. Das würde irgendwas werden.
Was kannst du denn noch kombinieren? Seltenes Skarabäus. Ah, Rüstkugeln kann ich machen. Logischerweise. Na gut. Was brauche ich noch? Für Linebomben brauche ich diesmal keine. Abbreitbomben. Ja, komm, nehmen wir mit. Oh, und ich bin voll. Wie kommt denn das so schnell? Na, durch die Käfernetze. Okay. Ich muss nämlich noch die Fallen kombinieren und mitnehmen. So. Und besser ausgerüstet kann ich jetzt nicht sein. Wenn ich es damit nicht schaffe, dann habe ich es wohl eiskalt verkackt. Na gut, aber was soll's. Hola, hola chica. Oh yeah. Sie weiß, worauf der Daddy steht. Der Daddy's back. Nochmal das Drachenhaupt. Was habe ich eigentlich in der fetten Tomate jetzt bekommen? Habe ich den vergessen? Ah, Drachenabwehr large. Okay, brauche ich nicht. Höchstens irgendwie Angriff hoch wäre noch ganz geil, aber was soll's? Kirinbutter. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Ja, komm, nehmen wir die Verteidigung dazu. Hab zwar eine gute Rüstung, aber besser man hat, als man hätte. Ich habe gerade zum ersten Mal wirklich die Essgeräusche wahrgenommen. Also aktiv wahrgenommen, dass ich wirklich weiß, dass der Typi frisst. Und hier ist kein Lagiakus. Hier Fürst der Meere. Instabil, Brust und Schweif. Im Flutwald. Nein. Nicht fangen. Ich werde das Ding töten. Nieder mit dem Lagiakus. Oh ja. So, auf geht's. Mit schlechtestem Wissen und Gelwissen. Nicht mit bestem, sondern mit schlechtestem. Ah, 3 Aufbesserungen hätte ich machen müssen. Und ich wette, für alle hätte ich was gehabt, bis auf die Klackkäfer. Gut, jetzt habe ich auch meine Fangnetze nicht mitgenommen. Das heißt, ich kann nicht mal Killerkäfer jetzt holen. Aber na gut. Ohne grüne Schärfe gegen den Lagiakrus. Ach du heiliges Kanonenrohr. Was denke ich mir bei dieser Aktion hier eigentlich gerade? Wahrscheinlich überhaupt nichts, das ist das Problem. So, erstmal wieder, ne? Typisch, sicher, Dicker. Farbball rausholen. Die Lutrophe ein bisschen schreien lassen. Fauchkratzbeiß, jetzt erlebst du einen Katzikazi-Angriff. Nee, außer Katze kann ich nicht weiterlesen. Das ist kein Kamikaze, sondern ein Katzikaze-Angriff. So lange, bis das eigene Trommelfell platzt. Und dabei immer und immer höhere Tonart wählen und immer lauter werden. So funktioniert ein Katzikaze-Angriff. So und nicht anders. So, ist jetzt hier mein... Da ist mein Lagiakrus. Da ist mein Lucky, mein süßer kleiner Lucky, der gerade eine Wand anschreit. Yippie, yeah. Facepalm mit der Wand. Oh, jetzt hat er gemerkt, dass ich umdrehen muss, um wieder was zu sehen. Alter, Respekt, Junge, Respekt. Gibt nicht viele Leute, die so schnell sind in ihren Aktionen und im Kopf und allgemein. Ey, und Cha-Cha-Cha und erst. Alter, die Maske wird so OP sein, fällt mir gerade auf. Wie nice. Cha-Cha, I'm loving your mask. Hey, schon wieder? Der wird nicht die Chance haben, mich einmal richtig doll zu nerven durch die Bomben. Also, außer er ist wütend. Dann haben die, glaube ich, keinen Effekt auf ihn. Aber ansonsten kann ich auch nicht blocken. Verdammt. Egal. Cha-Cha, mehr große Bomben. Ich bin gerade durch den Lagiakrus durchgemollt, nur um anschließend so richtig böse vom Schweif erwischt zu werden. So, meine Abfallbomben. Ich glaube noch ein bisschen niedriger. So, jetzt passen sie. Oh ja, that's right, bitch. Yeah. Oh, ich hab den extrem schnell wütend gemacht. Okay, wahrscheinlich durch die Bomben, aber
Ansonsten finde ich die Maske von Chacha unglaublich nice. Ah, da kommt schon die nächste Bombe angeschwommen. Weil ich krieg der Unterwasser scheinbar keinen Schaden von denen. Das macht den nur noch OP'er. Das heißt, ich brauche nicht mal allzu viel mit der Waffe hier zu machen. Oh shit. Verdammt, falsche Taste. Trotzdem immer wieder, wo ich weiß, was ich drücken muss. Shit, nicht auf mich gehen, auf Chacha. Okay, ich sollte mich wohl doch lieber einmal heilen. Kaum sagte es, war er verwirrt. Was? Heilen? Das kann ich nicht. Was verlangst du von mir? Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber jetzt geht er nur noch auf mich. Was denn auch sonst? Weg hier. Mein Lagiakros. Ganz gechillt jetzt mal hier. Wie der einfach nicht mehr von mir ablassen kann. Oh, okay. Ich habe da mal ganz kurz eine Taktikänderung vorgeschlagen. Ja, schön, dass Bomben wieder wirken, aber noch schöner, wenn du mal geflasht wärst. Nach zwei Flashbombs. Ist nicht mehr wütend und schon geht es mit der Bombe wieder los. Chacha, eine Bombe! Die am besten auch trifft. Okay, dann mal schnell die Abfallbomben rausholen. Hoffentlich gehen die weit genug. Ne, so nicht. Da war die nächste Bombe. So passen sie. So müssen sie passen. Ey, wieso geht nur die erste geradeaus und der Rest nach unten? So. Erstmal die ganzen Abfallbomben verschwenden, auf jeden Fall. Och, meine Güte. Ich glaube, die Hälfte von denen hat nicht mehr wirklich ansatzweise getroffen. Und sobald er an Land ist, werde ich, glaube ich, auch mal meine Flüsse hier loslassen. Eine schöne Plüsschen. Extra für dich erstellt. Bin ich nicht nett, Lagiakrus? Bin ich nicht nett? Ja, dreh dich ruhig noch ein Stückchen weiter. Kann mir so eh nichts anhaben, außer wenn ich vorher ablocke. Das Ablocken ist erst nervig. Echt nervig. Ich glaube, Sleep-a-Bomb-Taktik oder eine Nur-Bomb-Taktik wäre gegen den auch ganz geil einzusetzen. Würde ganz gut funktionieren, denke ich mal. Das Geilste ist, dass jetzt schon wieder ein Zuschauer dazukommt. In dem Moment, wo ich gerade im Livestream Killerkäfer sammle. Nicht etwa beim Kampf gegen Giginox. Nein, das wäre spannend. Nein, beide Livestream-Schutz. Oh, fuck. Zuschauer suchen sich immer den Moment aus, den ich gerade, ja, so zum Beispiel farme. Also wirklich sinnlos farme. Oh, da hätte ich werfen müssen. Fuck, hoffentlich bleiben die Bomben stehen. Warte. Brauche ich auch nicht zu beeilen, wenn sie nicht stehen bleiben. Ich soll mal ganz schnell hier ein paar Tränke nehmen. Übrigens muss ich scheiße doll aufs Klo. Ach, wer muss schon atmen? Scheiß drauf. Oh. Nein, nicht auf die Bomben. Nicht auf die Bomben. Du kleine Sau, du. Ach, shit. War das meine Plus? Nein, ich war schnell genug, nicht meine Plus zu benutzen. Trotzdem schade, dass die nicht getroffen haben. Och, wie gerne ich jetzt wenigstens grüne Schärfe hätte, dann würde ich nämlich überall treffen. Ich müsste nicht immer Angst haben, hier, wenn der sowas macht, abzublocken. Schön, dass das Ensemble jetzt perfekt gepasst hat. Autsch. Nein. Oh, danke. Danke für den Handstep. Handstep Jack. So, jetzt greif doch mal an, wenn ich schüttle wie ein Verrückter. Okay, der schwimmt da weg. Ich glaube, ich hole mir mal gleich ein Stückchen Luft. Obwohl es mal interessant wäre zu wissen, was passiert, wenn man keine Luft mehr hat. Ob man dann dauerhaft Schaden kriegt oder sofort tot ist. Meiner Meinung nach ist beides durchaus möglich. So, dann mal ganz schnell einen Weststein benutzen.
Okay, es kommen wieder Kommentare. Ich lese mal ganz kurz. Oh, der Marian, aka Lesekönig, ist dazu gekommen. Ich muss die Monster so vergewaltigen, dass sie sterben. In der Tat. Ey, scheiß Fliege, geh weg von meinem Gesicht. Ah, vielleicht geht der Lagiakos jetzt auch an Land. Nein, eindeutig nicht. Dann stelle ich mal schnell meine Schockfalle auf. Guck mal, hier kannst du reinschwimmen. Extra für dich. Oh, da kommt er an. Ja, hier gibt's Fressi. Lecker Fressi. Oh, ja, schön. Warum greife ich an? Weil ich dumm bin. So, Bombe Nummer 1. Chacha legt Bombe Nummer 3 hoffentlich gleich mit dazu. Und Selbstmordkommando. Irgendwas hat's gebrochen. Und zwar nicht meine Knochen. Schön. Also es hat, ich glaube, nur Chachas Bombe hat getroffen. Aber egal. Hauptsache ein Treffer erlitten, das ist doch schon mal das Minimum des zu erreichenden. Und natürlich hat, ich nenne es jetzt einfach meinen richtigen Namen, David, den Marian vielleicht zum Black Ops 2 Spielen eingeladen. Wären ja, dann 4 Leute gewesen. Lass mich in Ruhe, verdammt nochmal. Oh, er ist scheinbar wütend, sonst würden nämlich Chachas geile Bomben immer noch Effekt haben. Aber solange er auf Chacha geht, kann ich doch gleich mal versuchen, so nebenbei ein paar Schlagübungen zu machen. So in der Luft ein bisschen das Wasser treffen. Okay, das war gerade sinnlos. Egal. Die einzige Stelle, wo ich bei ihm wirklich gut durchkomme, ist irgendwie der Schweif und der Kopf. Da ich am Kopf ziemlich gefährlich noch rankomme und natürlich der Rücken mit seinem Panzerschocker. Ja, ich weiß, meine Morph-Axe-Skills sind gerade so auf minus under 9000, also over minus 9000. Er ist nicht mehr wütend. Chacha ist wieder OP. So, jetzt müsste ich theoretisch... Oh, schöner Treffer, ein schöner Treffer. Und schon fängt er an mit seinem Feuerwerk der Endorphine. Der könnte auch ziemlich geil Pornodarsteller werden. Wie der sich hier windet und macht und tut. Das kriegen nicht viele so auf Anhieb geschissen. Respekt, Respekt, mein Dicker. Respekt. Oder besser mein Dünner, weil wirklich dick ist er ja nicht. Ist zwar dick mit mir befreundet, vor allem mit meinen Bomben, aber nicht an sich dick. So, eigentlich, die Taktik funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich mal sagen. So, hin und her schwimmen, ein, zwei Angriffe machen, weiter schwimmen und dann im Feuerwerk stehen. Ich glaube, es war zu früh. Nein, es passt. Chacha, wo bist du? Ich brauche deine bombige Unterstützung. Manche brauchen blumige Unterstützung, ich bombige. Komm schon. Oh, 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 oh. Da hat er aber jetzt auf die Fresse gekriegt vom Feinsten. Ein Kopfklatscher mit Extrabeilage. Na, was willst du lieber, Lagiakros? Nüsse oder Feigen? Aha, Kopfnüsse oder Ohrfeigen? Das war gerade meine Ohrfeige, die dich so weggehauen hat. Und warum dauert das so lange, die komische Waffe wegzustecken? Das ist doch nicht nett. Absolut nicht nett. Hey, und EAZX, EA Sports in the Games, ist auch wieder mit dabei. Schön, dass wir so eine, also dass ich mir gerade so eine schöne Fangemeinde aufbaue. Ihr seid echt geil, die immer mal wieder einschalten. Und ich fange gerade an mit dem Lagiat, ne, mit Erntetor Tundra. Verdammt. Egal. Meine Bomben sind fast leer, Lagiakos humpelt noch nicht und ich war so schlau, Fallgruppen mitzunehmen, anstatt Schockfallen. Was ich jetzt im Nachhinein schon irgendwie echt bereue. Aber egal, im Nachhinein ist man immer schlauer. Nicht wahr? Denn niemand hat hier vor, eine Mauer zu bauen. Ach man, warum trifft der jetzt Chacha? Der macht irgendwie die ganze Zeit diesen komischen ich gehe nach hinten und schlag mit meinem Schweifangriff. Der irgendwie auch echt geil aussieht, wenn man von oben nach unten guckt.
Ich frage mich, wie stark die Wetten jetzt stehen, dass ich Lagiakros, also wie stark die Wetten vor dem Beginn der Quest standen, dass ich Lagiakros mit dieser Ausrüstung schaffe. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Da ich aber immer noch nicht angefangen habe im Stream, kann ich euch das noch nicht sagen. Also irgendwas scheint gerade entweder mit meinem Internet oder mit den Twitch-Servern dezent komisch laufen. Cha-cha, ich liebe dich. Also zumindest Toni, mit der Toni-Maske, liebe ich dich. Also zum... Oh, da ist die nächste Bombe. Leider ist er schon aggro. Da wirkt er nicht ganz so gut. Oh, ich brauche den komischen Tail. Das ist die andere Nebenquest. Ja, so ist gut. So bleiben. Genauso. Perfektes Fotoshooting. Du bist das Model der Generation. Ah, okay. Ich habe nebenbei noch schnell Luft geholt. Deswegen bin ich hierhin geschwommen. Nichts anderes außer Luft holen. Muss man halt auch als Jäger ab und zu mal machen. Ich weiß, klingt komisch, aber auch Jäger müssen ab und zu mal Luft holen. Hätte ich jetzt den Tail getroffen, würde ich so geil ausgerastet sein vor Freude. Ich bin vor allem noch nicht einmal gestorben, sagte er und fing an, nur noch Scheiße zu machen. Warum greife ich an, wenn ich Ausweichen drücke? Ich verstehe es immer wieder aufs Neue nicht. Das ganz schön den Trank hier reinhauen. Ich hab noch eine Bombe. Das ist eine richtige Bombenangelegenheit hier. Okay, das war nicht allzu schlau. Ist er wütend? Nein! Verdammt, es hat nicht ganz so geklappt, wie es sollte. Hat man nicht gemerkt. Nein, bloß nicht. So. Wenn ich das jetzt schaffe, bin ich echt geil. Wenn nicht, bin ich wahrscheinlich tot. Okay. Ich hasse diese dreidimensionale Map. Ernsthaft. Die ist richtig doof. So, jetzt müsste ich hinkriegen. Wenn ich nicht zu früh anfangen würde. Och man. Das war so ein geiler Plan. So episch, wenn er funktioniert hätte. Und dafür sterbe ich. Ach nein, ich lebe noch. Cha-cha. Ich brauche mal wieder deine padawanische Unterstützung. Möge die Macht mit dir sein. Bitte. Ach, sehr gut. Ist Chacha immer noch nicht wieder da. Und Lagiakros haut ab. Und humpelt natürlich nicht, weil meine Bombe ihn nicht erwischt hat. Ach man. Wie gut, ich muss auch immer noch den Tail cutten. Also, ich lese gerade die Frage: Wirst du Xenoblade Chronicles spielen? Da ich weiß, dass es hinterherhängt, sage ich gleich mal im Stream. Jupp. Liebend gern. Wisst ihr? Wenn man jetzt mal Monster Hunter ganz dezent auslässt, ist Xenoblade, oder auch mit Monster Hunter, ist Xenoblade Chronicles das geilste Spiel ever, was für die Wii released wurde. Nix ist so geil wie Xenoblade Chronicles. Das könnt ihr mir glauben. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel auf der Wii. Ich hab's leider noch nicht durch, aber ich werde es auf jeden Fall zumindest als Stream durchspielen und dann auf jeden Fall auch hochladen auf YouTube. Auch wenn die Qualität da nicht so gut ist, aber es werde ich machen. Weil das Spiel einfach nur das episch geilste auf der Welt ist. So. Und ich werde auch Xenoblade Chronicles für die Wii U. Das werde ich auf jeden Fall displayen. Weil es wurde angekündigt, zumindest habe ich schon gesehen, auf manchen Seiten, dass es da steht. Und wenn das kommt, dass ich werde in den Laden reinrennen und der erste sein, der es sich holt und dann zu Tode suchten. Bis ans Ende meiner Tage und noch viel länger. Auch wenn das nichts mit der Story von Xenoblade Chronicles zu tun hat. Ich glaube, es heißt Xenoblade Chronicles U oder so. Die nehmen ja immer so komische Namen dafür. Das war zu früh. Da war ich dann, ne, habe ich geswellet. Aber schon allein das Kampfprinzip und was alles dazugehört, das ist so geil. Jetzt mal die Story weggelassen. Also ich fasse mal kurz die Story zusammen, zumindest den Anfang. Man spielt in einer Welt, die darauf besteht, dass zwei Riesen gekämpft haben und diese zwei Riesen haben sich gegenseitig gleichzeitig getötet und stehen jetzt einfach nur da. Und auf diesen zwei Riesen hat sich Leben angesiedelt. Einmal mechanisches Leben, also Roboter halt, und einmal menschliches, also organisches Leben. Ich habe jetzt die Fachnamen vergessen, wie die hießen, aber so ist es halt. Verdammt! Sehr schön. Und die zwei kämpfen, ja okay, also der Rest hat sich weg, auf jeden Fall
Das ganze Spiel beruht darauf, dass man auf diesen zwei Robotern hin und her läuft, hoch und runter durch, und dir wird immer angezeigt, wo du gerade auf diesem Roboter bist. Also auf diesen Gigant, der gestorben ist. Und das ist so geil. Du denkst dir, ach geil, bin gerade in der Lunge angekommen, wie schön. Oder auf dem großen Knie. Und allein das finde ich einfach nur episch, genial, krass, geil. Das war schon das Erste, was bei dem Spiel mich so richtig in Staunen versetzt hat.